willkommen. Wir sind beim Wochenende 6. und 7. Juli 2024. Sonne und Venus befinden sich weiterhin im Krebs, sowie auch der Mond. Da muss man ein bisschen aufpassen, sensibel mit anderen umgehen, feinfühlig sein, entgegenkommt nach Möglichkeit und eben, naja, ein bisschen vorsichtig auch mit der Kommunikation sein. Der Merkur befindet sich im Löwen und ist sehr stolz und sehr auf sich auch bezogen. Da muss man eben auch ein bisschen über den Tellerrand schauen und möglichst die Fettnäpfchen vermeiden. Wir haben Mars im Stier, was sehr schön ist, auch im Zusammenspiel mit der Krebsenergie kommt man da mit Langsamkeit, Einfühlungsvermögen und zwischenzeitlichen Pausen gut voran. Wir haben an diesem Freitag auch noch einen Neumond im Krebs. Neumond ist immer gut für Neubeginne. Das bedeutet auch, hier geht es um die Selbstfürsorge, darum, wie gehe ich mit mir, meinem Körper um. Also es ist Zeit, vielleicht da etwas umzustellen, zu verbessern, sich zu fragen, kann ich noch etwas tun, damit es mir besser geht. Und das sollte man da natürlich auch umsetzen. Ist auf jeden Fall heute ein guter Tag dafür. Wir haben zwischen Sonne und Mond eine Konjunktion, weil beide ja im Krebs stehen. Wir haben am Sonntag dann, dass der Mond wechselt in den Löwen und zwar kurz vor 6 Uhr morgens. Dann ist der Mond raus aus dem Krebs und im Löwen. Löwe-Mond ist immer sehr stark, durchsetzungsfähig, sehr stolz und auch sehr auf ja, die Dinge bedacht, die ihn persönlich betreffen. Also man kann ein bisschen das Ego in den Vordergrund rücken. Das haben wir ja auch mit Merkur im Löwen. Des Weiteren an diesem Wochenende auch weiterhin rückläufig Saturn und Neptun in den Fischen. Saturn, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen, wie wir sie zeigen oder wie wir uns darum kümmern, unseren Gefühlen gerecht zu werden. Und mit Neptun die Fantasie, die Wünsche, die Träume, die wir haben, wie realistisch sind sie und was haben wir dafür getan, sie umzusetzen. Der rückläufige Pluto im Wassermann betrifft Macht- und Ohnmacht-Themen. Wie bin ich bisher damit umgegangen? Und was kann ich besser machen? Natürlich muss man sich nicht jeden Tag darum kümmern, aber wenn diese Themen aufkommen oder man in eine Situation gerät, in der man das anwenden könnte, sollte man da drüber nachdenken. Ja, wir haben natürlich Jupiter in den Zwillingen. Kommunikationsstark, Austausch ist wichtig. Und ich denke, dass eben über die Kommunikation auch die Bereitschaft da ist, sich aufeinander einzustellen. Dazu kann ich euch nur noch ein schönes Wochenende wünschen, viel Erfolg und wir schauen uns das in den Karten an. Ein herzliches Willkommen, lieber Widder. Wir sind bei der Wochenendlegung 6. und 7. Juli 2024. Wir haben Neumond in Krebs. Das bedeutet ein Neuanfang und das kann ein sehr guter Neuanfang werden, für die Selbstfürsorge. Das bedeutet, man gibt besser Acht auf sich, auf seinen Körper, aber auch auf seinen Geist und seine Gefühle. Es liegt natürlich bei jedem selbst, das zu tun oder zu unterlassen, aber heute wäre ein guter Start dafür. Wir haben die Sonne und Venus auch im Krebs und mit dem Mond im Krebs natürlich eine außerordentliche Sensitivität. Dazu kommt Fürsorge, liebevolle Energie und natürlich das Bauchgefühl. Und auf das sollte man öfter hören, auch so im Alltag und so, ja. Und mit der Selbstfürsorge, also mit der Fürsorge für sich selbst, sollte man dann tatsächlich auch am besten heute beginnen. Ist nur ein guter Ratschlag von mir. Wir haben natürlich weiter auch zwischen Sonne und Mond eine Konjunktion, also beides in Krebs natürlich. Liebevoll mit sich selbst umgehen bedeutet auch mit anderen liebevoll umzugehen. Wir haben da natürlich noch den Mars im Stier. Pragmatismus, natürlich die Dinge langsam angehen, es sich gut gehen lassen, nicht zu sehr hetzen, sondern überlegt handeln, die Ruhe bewahren. Ich weiß, das ist für ein Feuerzeichen nicht leicht, aber du hast bisher schon ganz gut damit gearbeitet und auch wenn mal der Mars wechselt, solltest du versuchen, diese Ruhe beizubehalten, wenn es irgendwie geht. Wir haben Neptun, Saturn in den Fischen rückläufig. Rückläufig, Rückbezug, Zurückschauen.
Vielleicht auch Dinge aufgreifen, die einem wichtig sind. Das bedeutet auch in der Fantasie, in der Kreativität, in den Wünschen, die man hat, aber auch im Umgang mit sich und anderen. Das passt sehr gut zum Neumond im Krebs, also wie man Dinge anders regeln, anders angehen kann. Das gilt auch für den rückläufigen Pluto im Wassermann, Macht- und Ohnmacht-Themen. Auch da kann man schon seit einiger Zeit darüber nachdenken. Wir haben zudem natürlich auch den Merkur im Löwen. Löwe-Energie ist sehr stolz, hat ein starkes Selbstwertgefühl, aber das basiert eigentlich mehr so auf dem, was man erreicht und wie man bei anderen gelitten ist oder wie man ankommt. Besser ist es, man fühlt sich in seiner Haut wohl und wird deshalb gut gelitten. Das wäre so meine Einstellung dazu. Der Uranus befindet sich auch im Stier, da hast du leider keinen Einfluss drauf, aber er kann natürlich Veränderungen bringen. Die können mal gut, mal weniger gut sein, aber ich denke, meistens ist es eine sehr langfristig haltbare Energie und deswegen meist, denke ich, auch positiv. Kurz vor 6 am Sonntagmorgen wechselt der Mond in den Löwen. Da ist dann auch der Neumond im Krebs vorbei. Trotzdem kann man natürlich weiterhin dafür sorgen, dass man sich wohlfühlt. Und dieses Wohlfühlen fängt natürlich in einem gesunden Körper an, geht weiter über zu einem gesunden Geist und auch im Wohlwollen und im schönen Miteinander mit anderen. Also das liegt natürlich an uns selbst. Wir schauen jetzt mal, was wir für den Widder am Samstag haben. Wir haben den König der Kelche. Skorpionische Energie ist auch fürsorglich liebevoll, aber ein bisschen zurückhaltend und eben auch ein bisschen geheimnisvoll. Also man behält ein paar Dinge für sich. Das ist auch nicht schlimm. Mit dem Rat des Schicksals haben wir Anpassungsfähigkeit. Wir haben ja auch den Jupiter in Zwillinge. Die Kommunikation ist stark und sollte auch natürlich genutzt werden. Man passt sich an, das heißt aber nicht, dass man sich unterordnet, wohlgemerkt, ja. Und wichtig ist auch, dass man miteinander kommuniziert, denn die Kommunikation, das Gespräch ist eben die Ausdrucksform, die wir haben, wie wir uns miteinander unterhalten und wie wir uns über uns selbst mitteilen können. Also was wir wollen, was wir möchten, wo wir stehen, ja, was wir uns wünschen auch. Ja. Und diese Kommunikation ist mit dem einen oder anderen gut, mit anderen ist es natürlich besser. Hier kommt es auf Details an. Ich denke auch, dass man an diesem Samstag vielleicht auch über ein paar Dinge sprechen kann, die man ändern möchte, die man verbessern möchte oder die man sich voneinander wünscht. Also es geht nicht nur in die eine Richtung, denke ich mal. Vielleicht ist es auch ein Abstimmen von Dingen, die man vorhat und wie man die angehen möchte. Aber in aller Ruhe, man passt sich ja an. Das Rad des Schicksals ist ja auch, da muss ein Rädchen ins andere greifen und da muss ja auch jeder wissen, was er zu tun hat. Und das muss man abstimmen. Am Sonntag haben wir den König der Münzen. Stabilität und Sicherheit, Pragmatismus, wie wir das auch mit der Stierenergie haben. Die Ruhe bewahren ist eigentlich immer eine gute Idee, weil man dann Zeit hat, nachzudenken und nicht kopflos wird. Wir haben hier die Zurückhaltung, bedeutet auch, man möchte momentan vielleicht noch keine Entscheidung treffen. Man muss auch nicht permanent Entscheidungen treffen. Man sollte vielleicht auch mal Dinge beobachten, wie sie sich entwickeln, was andere tun oder wie andere darauf reagieren, bevor man handelt oder bevor man eine Entscheidung trifft. Vielleicht geht es hier auch darum, gewisse Punkte möchte man vielleicht nicht besprechen oder hat jetzt oft genug über Dinge gesprochen, was man machen will. Jetzt muss auch mal was passieren. Mit dem Krebswagen haben wir in der Spur bleiben, sich also von nichts und niemandem von der Bahn, auf der du dich befindest, abbringen lassen, aber auch in Ruhe und Gelassenheit schauen, wie du diesen Weg weiter verfolgst. Also was da eben an Hürden vielleicht kommt oder an möglichen Veränderungen oder vielleicht auch Dinge, die man eben neu lernen muss oder sonstiges. Mit diesen Themen setzt du dich für dich ganz persönlich auseinander. Vielleicht ist es auch der Wagen in Bezug auf ein gesundes, auf ein angenehmes Leben, wo man ein bisschen mehr auch auf sich als Person achtet. Wo man, ist ja auch Krebsenergie, wo man auch so ein bisschen eine Routine reinbringt,
wie, was heißt jetzt, Ernährung, Sport, Pausen einhalten und so weiter. Es wäre auf jeden Fall gut, wenn du als Widder auch ein bisschen mehr darauf achtest, dass du dich in gewissen Momenten auch schonst, dass du das fest mit einplanst, auch in deinen täglichen Plan oder in deinen Job und da auch Ruhe und Gelassenheit langfristig reinbringst, um diese Ideen oder diese Gespräche in Ruhe führen zu können und dich nicht selbst unter Druck zu setzen. Ich weiß, du bist jemand als Widder, der gerne mit dem Kopf durch die Wand möchte. Du hast dir sicherlich auch schon die eine oder andere Beule dabei abgeholt. Und mittlerweile hast du vielleicht auch gar keine Lust mehr, irgendwas so mit Gewalt oder krampfhaft irgendwie durchzusetzen. Du möchtest lieber mit anderen in guter Verbindung sein und mit ihnen auch die Dinge angehen. Ja, prima. Dazu gehört natürlich auch, dass es dir gut geht, dass du dich in deiner eigenen Haut wohlfühlst und das, was du ändern kannst, kannst du mit dem Neumond im Krebs auch beginnen. Sei es eine Diät, obwohl ich nichts von Diäten halte, es muss eine Umstellung sein, die dann auch lange so bleibt, beziehungsweise für immer. Ja, du kennst ja diesen Jojo-Effekt. Also ist es wichtig, dass man da eben dran bleibt und sich nicht beirren lässt. Hier, man setzt sich mit diesen Dingen auseinander. Ich wünsche dir auf jeden Fall auch ein schönes, erholsames und ich sag mal, tolles Wochenende in Bezug darauf, ein bisschen mehr auf dich selber Acht zu geben. Wir sehen uns am Montag wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Wir sind beim Wochenende 6. und 7. Juli 2024. Und ja, das Thema ist auch jetzt natürlich der Neumond im Krebs. Wir haben die Sonne, die Venus und eben den Mond im Krebs und eben heute Neumond. Dieser Neumond bietet sich an, ein bisschen mehr auf sich selbst zu schauen. Ernähre ich mich gut? Bewege ich mich genug? Tue ich viele Dinge, die mir Freude machen und wo ich auch mehr Zeit für nehme? Ich denke, dass du als Stier gut dabei bist und das gut hinbekommst. Es ist aber wichtig, auch das beizubehalten. Nicht nur mal zu machen, sondern auch vielleicht regelmäßig. Und auch da so ein bisschen drauf zu achten, dass eben das Wohlbefinden, ob jetzt körperlich oder seelisch, beides gehört zusammen, dass man das eben auch in seine Routine mit einbaut. Wir haben auch den Neptun und den Saturn rückläufig in den Fischen, ja. Und da geht es auch darum, Rückblick, Rückschau zu halten, gefühlsmäßig, habe ich mich gekümmert, habe ich wirklich das gemacht, was ich wollte, oder habe ich immer klein beigegeben als Beispiel jetzt nur, ne? Und mit der Fantasie, mit Neptun, habe ich meine kreativen Ideen auch umgesetzt. Welche Träume habe ich und so weiter. Das passt sehr gut zum Neumond im Krebs. Das heißt jetzt nicht, dass man alles stehen und liegen lassen sollte, sondern es heißt, dass man sich einfach mal konzentriert damit auseinandersetzen sollte, wie man mit sich selber umgeht. Also ob man auch akzeptiert, was man tut, ob man mit sich im Reinen ist, auch weiß, was man braucht und was man nicht braucht, ja. Selbstfürsorge ist ein großes Feld und deswegen gibt es viele Themen, die man damit reinpacken könnte. Du hast den Mars im eigenen Zeichen und auch den Uranus. Da ist die Ruhe drin, da ist die Kraft drin, da ist auch der Umsetzungswille, da ist aber auch die Ruhe drin zu entspannen und zu genießen. Du bist ja auch ein genießendes Sternzeichen, was auch sehr schön ist. Und von daher bist du dem auch gar nicht so fern. Wir haben ja natürlich auch andere Energien. Wir haben die Kommunikation mit Jupiter in den Zwillingen. Manchmal wird es auch zu viel, aber ich denke, Kommunikation ist wichtig, weil der Austausch miteinander eben auch relevant ist. Wie soll man sich sonst mitteilen, was man braucht und was man nicht möchte? Wir haben dazu auch den rückläufigen Pluto im Wassermann, Macht- und Ohnmacht-Themen, mit denen man sich immer wieder auch gerade so im Job und so rumschlagen muss. Aber in der Ruhe liegt die Kraft und auch in der Kommunikation und im Wissen darum, wer man ist und wo es einen hinführt. Dazu gehört die Intuition, die ja auch mit der Krebsenergie verbunden ist, dein Bauchgefühl, dass du darauf hörst, dass du dich darauf ein bisschen einlässt und auch das so ein bisschen ja einbringst in die Routine, ja, genauso wie eben die Dinge, die dich eben gesund erhalten,
körperlich und seelisch. Also das ist nur ein Vorschlag, aber ich wollte einfach mal, weil wir jetzt diesen schönen Neumond im Krebs haben, das vielleicht mal hineinbringen. Denn auch die Sensitivität ist gerade da, das Feingefühl, das Gespür dafür, was man wirklich braucht. Ja, mit deinem eigenen Mars kannst du vieles umsetzen, mit Uranus kannst du auch Dinge verändern, kannst auch Kleinigkeiten so ein bisschen zurechtrücken, das kann ganz gut funktionieren. Merkur ist im Löwen und spricht mehr so das Ego an. Sehen, gesehen werden, wie man angesehen wird als, ich sage jetzt mal, gesellschaftliche Stellung oder so, dass man gut verdient, wie man dasteht bei anderen, das ist jedem irgendwo auch wichtig. Aber viel wichtiger ist noch, dass du weißt, wer du bist und was du brauchst und was du nicht brauchst. Dann kannst du nämlich sehr stark sein, auch in Bezug auf Widerstände oder auf Gegenwind, auf möglichen Gegenwind. Ja, du kommst sehr gut zurecht auch mit der Krebsenergie. Deswegen ist das sicherlich eine sehr schöne Legung. Wir haben auch hier den Krebswagen. Du bist in der Spur. Vielleicht verfolgst du diese Dinge auch schon eine Weile, um auch gesund zu bleiben. Wir haben den Magier, tolle Ideen sind dabei. Und wir haben die Strategie. Du gehst da strategisch vor. Vielleicht hast du so eine Liste oder so eine Routine, ja. Aber vielleicht suchst du auch mit dem Eremiten der Jungfraukarte noch nach Wegen, wie du das in dein alltägliches Leben einbauen kannst. Versuch es. Teste es aus. Du musst nicht von heute auf morgen alles umkrempeln. Es geht darum, sich wohlzufühlen und dabei auch ein gutes Gefühl zu haben bei allem, was man tut. Ja? Wir haben am Sonntag dann auch den Wechsel des Mondes in den Löwen, kurz vor 6. Da ist natürlich auch, ich sag mal, präsentieren, sich nach außen zeigen und auch ein bisschen den Ton angeben wollen. Wir haben aber auch die Hohepriesterin. Intuition, Bauchgefühl. Wir haben ja auch noch Sonne und Venus dann in Krebs, ja. Wir haben auch die Enttäuschung, ja. Es wird nicht immer alles klappen und man wird nicht immer richtig liegen und man wird auch nicht nur Begeisterungsstürme ernten. Aber darum geht's ja auch gar nicht. Es geht darum, bei sich selber anzukommen und egal, was auch immer von außen kommt oder gesagt oder getan wird, zu sich zu stehen. Da ist die Leidenschaft. Sich nicht umkrempeln zu lassen, sondern tatsächlich zu sagen, das bin ich und ich werde mich auch nicht für irgendjemanden umkrempeln, ne? Nur damit ich jemandem gefalle. Wir haben die 7 der Stäbe und mit dem 8. Stab haben wir die Kommunikation wieder drin, ne? Jupiter in Zwillingen. Das heißt nicht, dass man jetzt stur sein soll. Man muss schon anpassungsfähig sein. Man muss auch schauen, dass man sich mit anderen versteht und klarkommt. Was ich mit verbiegen meine, ist, des lieben Friedens willen immer einzustecken und nie was zu sagen. Nicht aufmüpfig zu sein und immer nur, ich sag jetzt mal, zu arbeiten und trotzdem unglücklich zu sein. Das ist nicht das, was wir wollen. Es geht darum, dass wir bei dem, was wir tun, einen Sinn darin sehen, dass wir auch mit uns im Reinen sind und dazu stehen können, was wir tun und dass wir uns selber auch verwirklichen wollen, also unsere Träume, unsere Wünsche verfolgen. Es ist nicht gesagt, dass jeder Wunsch erfüllt wird, aber durchaus der Weg dahin kann dir viele gute Dinge zeigen, bringen und dich auch deinen Träumen näher bringen. Deswegen sollte man die auch nie ganz aus seinem Leben streichen, sondern irgendwo auch immer im Hinterkopf behalten, wohin man eigentlich sich aufgemacht hat. Und da ist der Wagen. Du bist auf einer guten Fährte, du hast Intuition, du hast Kreativität und du hast natürlich auch Ideen. Du hast auch einen starken Durchsetzungswillen, auch als Stier. Du kannst ganz besonders stur sein, das weißt du auch. Und die Strategie ist, einen schönen Weg zu finden, mit sich und anderen klarzukommen. Dass das nicht immer alles rund läuft und dass man da vielleicht auch mal übers Ziel hinausschießt, damit muss man rechnen. Wir dürfen alle Fehler machen. Wir sollen sie nur nach Möglichkeit nicht immer wiederholen. Mit dem Magier haben wir ja auch Manipulation drin. Vielleicht versucht man auch manchmal ein bisschen Druck auszuüben und stellt dann fest, dass der oder die andere eben auch Druck ausübt und zwar Gegendruck. Also man muss sich arrangieren.
Also ein geruhsames Wochenende solltest du verbringen, ein paar Gedanken und vielleicht auf die Dinge auch ein bisschen schauen, was du für dich verbessern kannst und damit nicht zuletzt auch für deine Umgebung. Ja, denn das hat auch positive Auswirkungen auf andere. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, viel Erfolg und wir sehen uns am Montag wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind beim Wochenende 6. und 7. Juli 2024. Und ja, Thema ist vor allen Dingen der Neumond im Krebs. Ich weiß, dass du sonst immer so ein bisschen die Gefühle ausklammerst. Du möchtest deine Freude haben, du möchtest keinen Ärger, du möchtest dich mit niemandem anlegen oder Gefühle wälzen, ja. Aber wir haben alle Gefühle und sie gehören auch zu uns dazu. Ohne Gefühle geht's halt nicht. Sonne, Venus und natürlich den Mond im Krebs bedeutet Überempfindlichkeit, Sensitivität ohne Ende. Nicht nur bei dir, auch bei anderen. Und es geht darum, bei dem Neumond im Krebs sich auf sich selber zu konzentrieren. Zu schauen, was man braucht, was man vermisst, was man selber tun kann, um diese Dinge aufzufüllen und mit sich klarzukommen. Also sich auch selbst eben zu akzeptieren, wie man ist, zu verbessern, wo man es kann und vielleicht auch ein bisschen mehr darauf zu achten, wie man sich ernährt, ob man genug Bewegung hat, ob man tatsächlich auch seelisch und geistig so zufrieden ist und ob man da vielleicht ein bisschen was feintunen kann. Du hast als deine Gabe, als Zwilling natürlich die Kommunikation. Jupiter ist ja auch in den Zwillingen und erleichtert dir da vieles, gibt dir viele Möglichkeiten. Aber die Auswahl kann so groß sein, dass man nicht mehr weiß, was man wählen soll. Wir haben jetzt auch Neptun und Saturn in Fische rückläufig. Und das erleichtert dir auch ein wenig, weil der Neptun dich nicht mehr so verwirrt. Aber trotzdem gehört das natürlich auch dazu, dass man sich diese Dinge genauer anschaut. Der Rückblick, ja, rückbezüglich. Wo habe ich meinen Idealen mehr Raum gegeben als der Realität? Wo habe ich mich vielleicht, ja, einlullen lassen? Wo habe ich einfach mit gutem Glauben und ein bisschen naiv irgendwas zugesagt, ohne zu überlegen? Und wo habe ich das bereut? Was kann ich da besser machen? Was ist mit meinen Gefühlen? Saturn steht ja dafür ein, dass wir uns darum kümmern sollen, dass unsere Gefühle auch gesehen und unsere Bedürfnisse auch erfüllt werden. Ja? Und das ist auch für einen Zwilling wichtig, auch wenn du es lieber locker, flockig und leicht und ohne Probleme durchs Leben schaffst. Aber diese Probleme kommen so oder so, also kannst du dich auch um dich selber kümmern. Denn das ist eben auch Standhaftigkeit, es ist Resilienz gegenüber Dingen, die unschön sind und die dir eben auch eine gewisse Sicherheit bieten. Probier es aus. Mit Krebsenergie haben wir auch die Intuition, das Bauchgefühl. Wo führt es dich hin? Wenn du dich mal ganz genau darauf konzentrierst, finde heraus, wo es dich hinführt. Ist eine interessante Erfahrung. Wir haben natürlich noch andere Energien. Wir haben den Mars in Stier, ruhig, pragmatisch, entspannt, mit Pausen, die Arbeit verrichten. Und das solltest du, selbst wenn der Mars dann irgendwann in diesem Monat in dein Zeichen wechselt, wenn möglich beibehalten. Einfach aus dem Grund, weil alles, was Unruhe bringt, was Chaos verbreitet oder schnelllebige Entscheidungen verlangt, dazu führt, dass man wichtige Dinge übersieht. Ja? Und da du den Jupiter im eigenen Zeichen hast und dir sehr viele Möglichkeiten geboten werden, ist es da ganz besonders wichtig, genauer hinzuschauen. Ja? Sich nicht einfach auf das Erstbeste zu stürzen, sondern wählerisch zu sein. Ne? Und da kann dir vielleicht auch der Merkur im Löwen helfen, der stolz ist, gesehen werden will, auf sich bedacht ist, so ein bisschen das Ego streichelt natürlich und ist allerdings auch ein bisschen anfällig für Komplimente, darf man auch nicht vergessen. Ja? Wir haben auch den rückläufigen Pluto im Wassermann, Macht- und Ohnmacht-Themen, auch das kann bisweilen wieder aufkommen oder dich belasten schon, ne? Wie man damit umgehen kann. Das sind diese Rückläufigkeiten, mit denen du da zu tun hast und wo du vielleicht auch mal ein bisschen Zeit mit dem in dich hineinfühlen und nachdenken verbringen solltest.
Ja, rückläufiger Pluto in Bezug auf Jupiter in Zwillinge ist auch Ehrgeiz. Wenn man was erreichen will, sollte man einen klaren Kopf bewahren und sich bitte auch nicht zu viele Dinge gleichzeitig vornehmen. Aber das kennst du schon. Damit liege ich dir schon die ganze Zeit in den Ohren. Also, Entspannung, auch am Wochenende. Wir schauen, was die Karten haben. Disziplin, ja, sich mit den Dingen beschäftigen. Geselligkeit natürlich mit anderen gemeinsam. Auch die Kommunikation ist ja wichtig mit anderen. Und das Gespräch auf Augenhöhe. Das kann auch ein bisschen mehr in den Gefühlsbereich gehen, tiefgründig sein, ja, und sich damit auseinandersetzen. Ich möchte nur nicht falsch verstanden wissen, dass das Streit gibt. Es ist eher eine Sache von, ich schaue es mir von allen Seiten an. Ich setze mich wirklich damit auseinander. Ja. Und wir haben am Sonntag auch kurz vor 6 den Wechsel des Mondes in den Löwen. Ja. Man ist vielleicht dann auch als Zwilling so ein bisschen geneigt, so ein bisschen auf sich selber zu achten und es ein klein wenig zu übertreiben. Also wichtig ist, dass du mit dem Hierophanten weißt, was du brauchst, was du willst, was du dir wünschst. Aber du musst es nicht anderen aufdrücken, sondern du musst dich arrangieren. Du musst auch sehen, wie es anderen geht mit dem Gehängten, ja, dich auf andere einstellen. Da haben wir wieder das Gefühl, ne, Sensitivität, das ist wichtig. Und dich neuen Dingen öffnen, aber nicht in Bezug auf Masse, sondern in Bezug auf Qualität. Und für diese Qualität brauchst du eben Zeit, brauchst du Muße, brauchst du auch sicherlich ein paar Informationen und vielleicht auch Unterstützung. Und deswegen ist es auch gut, wenn du weißt, wen du vor dir hast. Mit dem Gehängten schaust du dir die Leute etwas genauer an und merkst, wie die so drauf sind und weißt auch, wem du vertrauen kannst eher und wem nicht. Und mit dem Hierophanten, wenn du ein bisschen mit dir selber arbeitest, auf gesunde Ernährung und so weiter und natürlich auch seelischen Ausgleich achtest, dann bist du nicht mehr so schnell umzuhauen, weißt du, dass dich irgendwas umhaut oder irritiert oder so. Wir haben den Mond, das Gefühl, ja, was willst du wirklich, ja, es geht darum herauszufinden, wo will ich wirklich hin, ich muss mich damit auseinandersetzen, was das Ziel sein soll. Das können kleinere Ziele sein, es können auch langfristige Ziele sein. Wichtig ist, dass du dich dabei rundum wohlfühlst, dass du genug Zeit hast für die Dinge, die dir Freude machen und genug Zeit hast, deinen Ehrgeiz auszutoben, ja, was auch immer es ist. Aber du musst dann schauen natürlich, wie viel Ressourcen habe ich noch, schaffe ich das, mute ich mir zu viel. So, es ist wichtig, dass du darüber nachdenkst und dass du dieses Feingefühl, diese Achtsamkeit auch mit dir selber in dein tagtägliches Leben mit einbeziehst. Also auch ein bisschen ruhiger wirst, ja, um den Überblick zu bewahren. Das ist nämlich manchmal so das Handicap, das du als Zwilling hast. Und jetzt, wo der Jupiter dich in der Kommunikation unterstützt und der Neptun rückläufig ist, dann sollte man sich wirklich auch mal mit den Erfahrungen beschäftigen, die man damit gemacht hat, ja. Und mit der Krebsenergie ist natürlich sehr viel Sensibilität da. Ja, wir haben ja auch Sonne und Venus auch am Sonntag noch im Krebs. Aber dass man so ein Gespür dafür bekommt, wo man wirklich Vertrauen haben kann und wo man vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein sollte und sich nicht von Schmeicheleien oder Versprechungen blenden lassen sollte. Und gerade auch in Bezug auf die Mitmenschen. Ja, nicht jeder, der irgendwas Nettes zu dir sagt, ist gleich dein Freund. Es sind die Leute, die auch mal Kritik üben, die es gut mit dir meinen. Also die auch sagen, so kannst du nicht rausgehen oder so. Das sind die Leute, auf die du zählen kannst und was du eben auch spüren kannst. Ja. Und das so ein bisschen zu schulen, ist vielleicht an diesem Wochenende eine gute Idee. Du musst gar nicht viel dafür machen, sondern nur fühlen. Und dich natürlich gut erholen. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und wir sehen uns am Montag wieder. Herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind heute beim Wochenende 6. und 7. Juli 2024 und damit natürlich auch bei Neumond im Krebs. Wir haben die Sonne, die Venus und eben den Mond im Krebs. Gefühlvoll, sensitiv, intuitiv, kreativ, ne? Und natürlich hyperempfindlich. Und das kann natürlich dann auch manchmal nach hinten losgehen, wenn man jedes Wort auf die Goldwaage legt oder auf jede Sache irgendwie kritisch reagiert.
Und das ist so ein Handicap, was du als Krebs hast. Du bist außerordentlich liebenswürdig, entgegenkommend und fürsorglich, aber manchmal auch eine kleine Drama-Queen. Und auch das weißt du, ja. Und das ist auch kein Vorwurf. Wir haben alle unsere Macken und unsere guten Seiten. Das ergänzt sich ja auch wunderbar und kann eben auch sehr nützlich und hilfreich sein. Ja, mit dem Neumond im Krebs geht es ja um die Selbstfürsorge. Das Erste ist natürlich, dass man sich akzeptiert erstmal, wie man ist. Man hat sicherlich was zu meckern, aber es geht darum, das, was man ändern kann und ändern möchte, dass man das liebevoll auch angeht, auch als Krebs. Und da du dich oftmals zu sehr um andere kümmerst und zu wenig um dich selbst, solltest du jetzt gerade diesen Neumond dazu verwenden, dich mal in den Mittelpunkt zu rücken. Es ist ja auch Geburtstagszeit für den Krebs und da geht es auch ganz besonders darum, ein bisschen mehr Achtsamkeit auf sich selbst in Anspruch zu nehmen und sich auch selbst mal ein bisschen wertzuschätzen und auch was für sich zu tun. Sei es jetzt gesund ernähren, ein bisschen mehr Pausen einlegen, träumen dürfen, seinen Hobbys nachgehen können, das in das alltägliche Leben so ein Stück weit mit einzubauen, ja, und nicht immer hinten anzustellen. Wir haben schon oft darüber gesprochen und ich glaube, dass du auch auf einem guten Weg bist, dass das manchmal klappt und manchmal nicht, das ist halt so. Aber wichtig ist, dass es dir bewusst ist. Wir haben jetzt auch den Neptun und den Saturn rückläufig in den Fischen und da haben wir den Rückbezug, ja, auch darauf, welche Träume wir haben, welche Vorstellungskraft wir haben, Kreativität natürlich und mit Saturn natürlich auch, inwieweit mache ich auch etwas dafür, dass meine Träume oder meine, also sich verwirklichen beziehungsweise meine Gefühle auch gehört und gesehen werden, ja. Und da ist natürlich auch ein bisschen das eigene Zutun sehr wichtig. Jetzt haben wir auch den Mars im Stier, der die Ruhe gibt, Gelassenheit, Ruhe an diesen Dingen zu arbeiten. Und selbst der Uranus hilft dir, kleine Veränderungen vorzunehmen. Und das solltest du, wenn du das möchtest, natürlich auch tun. Langsam, aber stetig und behutsam und nicht mit der, ja, ich sag jetzt mal, mit dem Vorschlaghammer, das ist damit nicht gemeint, sondern sich das bewusst zu machen, sich bewusst auch Zeit dafür zu nehmen, die Intuition zu stärken, sich bewusst was Gutes zu tun, was Leckeres zu essen, was auch noch gesund ist, schöne Dinge zu tun, die dir Freude machen, die dein Wohlbefinden steigern. Ja, auch das kann man nicht permanent machen, aber man kann mit Kleinigkeiten, alltäglichen Kleinigkeiten sehr viel bewirken. Probier es aus, ist jetzt nur mein Vorschlag. Natürlich haben wir noch andere Energien. Wir haben den Merkur im Löwen. Da wird das Ego angezeigt. Also man kann so ein bisschen egozentrisch auch rüberkommen. Am Sonntag, kurz vor 6, wechselt der Mond auch in den Löwen. Da kann man auch ein bisschen ja eigenwillig oder selbstorientiert rüberkommen. Da muss man jetzt nicht unbedingt übertreiben, sage ich mal. Man kann ja trotzdem liebenswert und freundlich bleiben und nicht auf etwas beharren. Wir haben noch den Jupiter in Zwillinge. Kommunikation ganz wichtig für die Mitteilung an andere, für den Austausch mit anderen, Klärung, ja, Missverständnisse beseitigen und auch klar sagen, was man möchte und was nicht. Der rückläufige Pluto im Wassermann, Macht- und Ohnmacht-Themen, hängt natürlich auch mit drin, wo man sich vielleicht auch manchmal auf der Nase rumtanzen lässt und wo man vielleicht auch sagt, das gefällt mir nicht. Ja, man muss das nicht jetzt im riesen Zoff machen, man kann das auch sehr freundlich sagen und vielleicht auch die Dinge klären, wenn man will, immer vorausgesetzt. Ja, ich denke, dass du auf einem guten Weg bist und dass du natürlich deine Fähigkeiten und deine ja, Energie nutzen solltest, da ein bisschen mehr für dich selber zu tun. Wir schauen jetzt mal, was wir am Samstag für dich haben. Da ist der Neuanfang, das ist möglich, ja, mit dem Neumond. Detailfragen zu klären, vielleicht sich selber auch über ein paar Details mehr Bewusstsein zu schaffen und die Veränderung einzuläuten. Also wie gesagt, sowas findet nicht mit einem Fingerschnippen statt. Da muss man schon auch ein bisschen was tun. Aber es kann durchaus der Beginn einer Veränderung sein, die auch sehr positiv ist, solange du dir sehr bewusst bist und darauf achtest. Wir haben mit dem Ass der Münzen die Möglichkeit, eine langfristige Veränderung einzuläuten.
Das ist natürlich immer davon abhängig, inwieweit du auch, sagen wir mal, konsequent bleibst, dran bleibst, dich nicht wieder zurückziehst oder ja, kalte Füße kriegst, hätte ich beinahe gesagt, aber wo du dann eben auch dabei bleiben solltest, ne? Am Sonntag haben wir Zurückhaltung, ja. Da will man keine Entscheidung treffen, möglicherweise, oder will auch bestimmte Dinge nicht sehen. Du brauchst Geduld. Du brauchst auch Geduld, an diesen Dingen zu arbeiten. Du brauchst Geduld mit dir, Geduld mit anderen. Es geht ja nicht darum, jetzt sich irgendwas überzustülpen, sondern sich ganz bewusst irgendwie darauf einzulassen und das auch zu leben. Das klappt nicht immer auf Anhieb, ja. Und vielleicht überzieht man auch manchmal. Die drei der Schwerter kann auch bedeuten, dass man ein bisschen zu viel auf einmal will, ne? Wir haben hier den König der Stäbe. Genau diese Ego-Tendenz habe ich mir gedacht mit dem Merkur in Löwe und dann auch mit dem Mond im Löwen. Es kann auch sein, dass dein Gegenüber ein bisschen sehr egozentrisch ist und da vielleicht auch es Schwierigkeiten gibt, da durchzudringen. Aber steter Tropfen höhlt den Stein. Ich sagte ja, das geht nicht mit einem Fingerschnippen. Da muss man Geduld haben und dranbleiben. Da muss man sich auch irgendwo konsequent zeigen und sagen, ich mache das jetzt und ich mache das immer und immer wieder. Sei es jetzt sich Zeit nehmen für sich, Dinge vorzunehmen, die man eben auch vielleicht mal alleine tun möchte. Oder wo man eben irgendwas Schönes für sich selber tut. Das muss man nicht alleine machen, aber ich sage jetzt mal, dass man auch darauf beharrt. Diese Veränderung ist gut für dich und es geht ja darum, dass du dich in deiner Haut wohlfühlst, dass du dich mit dem, was du tust, wohlfühlst und dass du von diesem Wohlgefühl mit der Zeit profitierst und wie ein Fels in der Brandung dastehst und dich nicht so leicht von irgendetwas abbringen lässt und auch mit dir selber wirklich zufrieden bist. Und das kann man eben nur selber bewirken, ja. Für das eigene Glück ist man immer selber zuständig. Und da kann man dran arbeiten. Man sollte nicht warten, bis irgendjemand einem das auf dem Silbertablett serviert. Man muss selbst natürlich auch daran mitwirken. Und dazu gehört es auch manchmal, sich einzugestehen, dass man zu gewissen Dingen vielleicht noch nicht bereit ist. Auch das ist in Ordnung, ja. Also ich denke mal, solange du dazu stehst und sagst, nee, das mache ich jetzt nicht, ist das auch in Ordnung, ja. Es geht nur darum, dass du bei dir ankommst und dass du mit dir im Reinen bist und dass du dann auch weißt, wo die Reise hingehen soll. Das kann sich auf dem Wege ändern. Aber wichtig ist, dass du immer den Überblick bewahrst und was dir ganz persönlich wichtig ist. Erhol dich schön an diesem Wochenende. Viel Erfolg. Und wir sehen uns am Montag wieder. Herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind beim Wochenende 6. und 7. Juli 2024. Ja, wir sind bei Neumond im Krebs. Ja, das hat dich angedroht. Wir haben die Sonne und die Venus und auch den Mond im Krebs. Gefühlvoll, sensitiv, intuitiv und natürlich hypersensibel. Das betrifft sowohl dich als natürlich auch die anderen. Und man sollte da natürlich sehr behutsam vorgehen. Es besteht aber mit dem Neumond im Krebs die Möglichkeit, ein bisschen genauer hinzuschauen, was einen selbst betrifft. Also nicht auf die anderen schauen, sondern sozusagen eine Innenschau, eine Rückschau und auch vielleicht ein Neubeginn für etwas, was dir Sicherheit gibt, was dir eine gewisse Zufriedenheit bringt, nicht von heute auf morgen, klar. Aber wo du praktisch mit dem Neumond im Krebs ein bisschen mehr auf die Ernährung achtest, auf deine körperliche Konstitution, aber auch auf die Pausen, auf dein seelisches Wohlbefinden, denn das ist genauso wichtig. Und wir haben ja auch den Neptun und den Saturn in den Fischen rückläufig, ja. Da kann man auch mal so ein bisschen nachschauen, was für Träume hatte ich. Und habe ich die verfolgt? Habe ich mich dafür eingesetzt? Habe ich genug dafür getan? Was kann ich tun, um mich ein bisschen zufriedener, ein bisschen glücklicher oder zufriedener reicht eigentlich schon, weil im Endeffekt ist Glück Zufriedenheit, ja. Und das kann man auch in kleinen Dingen finden und das kann man auch in sich finden. Und das lässt einen eben auch nicht so leicht umfallen, wenn man unsicher ist und nicht so genau weiß, wo man hin möchte. Und was man eigentlich vorhat,
dann ist man sehr leicht beeinflussbar, auch von außen. Und du als Löwe bist ja auch jemand, der sich sehr von äußeren, ja, Komplimenten und Schönredereien auch manchmal einlullen lässt. Du bist sehr liebevoll, aber du möchtest auch, dass man dir den nötigen Respekt zollt und dass man sehr entgegenkommend ist und auf das hört, was du sagst. Aber wichtiger ist auch, dass du selber auf das hörst, was du denkst und dass du das nicht nur denkst, sondern auch dann umsetzt, in die Tat umsetzt, ja. Und mit der Krebsenergie und auch mit der Fischeenergie ist es jetzt besonders stark, dass man sehr, ja, auf sein Bauchgefühl, auf sein Inneres hören kann. Man hat vielleicht eine bessere Verbindung dann und man sollte da auch mal sich ein bisschen Zeit dafür nehmen. Es lohnt sich in allem, weil man Dinge verändern kann auch, ja. Die Ruhe gibt der Mars im Stier, ja, der hat ja schon die Arbeit und das alles ruhig und entspannt und gelassen gemacht und auch mit Pausen, was wichtig ist, damit man auch mal eine kleine Gedenkpause einlegt. Und das solltest du auch, selbst wenn der Mars nicht mehr im Stier verweilt, diese Ruhe, diese Kraft kannst du selber herstellen, vielleicht durch eigenes Wohlgefühl, ne? Und wenn du da so eine Routine entwickelst, wo du das jeden Tag irgendwie anwenden kannst, dann bringt dich so schnell nichts mehr aus der Ruhe. Das wäre zumindest zu wünschen und es muss auch dein eigener Wille sein, natürlich. Wir haben den Merkur in Löwe, ja, und da ist du auch natürlich die Kommunikation stark, auch mit Jupiter in den Zwillingen. Man muss nur ein bisschen Acht geben als Löwe, dass man sich nicht immer als den größten, stärksten und schönsten darstellt, sondern auch eine gewisse Bescheidenheit an den Tag legt, weil das ist elegant. Ja? Wenn man etwas kann und wenn man toll ist, dann muss man damit nicht jemanden unterhalten oder man muss das nicht verkünden. Dann ist das allgemein bekannt. Und deswegen so eine Ruhe und Gelassenheit, wenn du das weißt, dann strahlst du automatisch Autorität aus. Jetzt haben wir auch am Sonntag kurz vor 6 den Mond im Löwen. Ja, nach dem Neumond im Krebs kommt dann der Wechsel in den Löwen. Und da fühlst du dich auch stark gestärkt, vielleicht auch durch den Neumond im Krebs, weil du jetzt neue Zielsetzungen hast, mit deinem Inneren vielleicht auch ein bisschen gearbeitet hast, würde ich dir auf jeden Fall wünschen. Und dann denke ich auch, dass du gestärkt daraus hervorgehst. Wir haben ja auch noch andere Energien, wie zum Beispiel auch den rückläufigen Pluto im Wassermann, Macht- und Ohnmacht-Themen. Und du bist auch im Juli gehalten, dich nicht zu sehr auf diese Machtkämpfe einzulassen, sondern eben auch so ein bisschen charmant drumherum zu schippern und trotzdem natürlich deine Ziele zu erreichen. Ja, aber dazu musst du auch mit dir so ein bisschen, ja, ins Reine kommen und dich nicht drangsalieren, ich muss jetzt und ich soll jetzt, sondern ich möchte das. Ich mache das so gut ich eben kann und wenn ich Fehler mache, mache ich Fehler. Also eine gewisse Gelassenheit an den Tag legen. Wir schauen jetzt mal, wie das am Samstag aussieht. Da haben wir die Geselligkeit, das Miteinander. Wir haben liebevolle Energie, den Ritter der Kelche und wir haben die 5 der Münzen. Ich glaube, es geht darum, dass du Zeit mit dir selber verbringst und liebevoll zu dir bist, zu anderen natürlich auch, aber ich glaube, dass du diese Liebenswürdigkeit auch in dir spürst und dich damit erfüllst. Also das ist irgendwie so, ich möchte mich selbst so lieben, wie ich vielleicht auch andere liebe. Und das ist so wichtig, um eben Partnerschaften, Freundschaften, Beziehungen allgemein zu vertiefen. Je mehr man sich selber schätzt, desto besser kommt man natürlich auch mit dem Umfeld aus, ne? Und da wächst dann die neue Leidenschaft, das Ass der Stäbe. Und das ist etwas, wofür es sich lohnt, sich auch mal mit seinem Innenleben und den Dingen, die man verbessern kann, auseinandersetzt, ne? Am Sonntag haben wir dann den Gehängten. Ja, das ist auch, sich in andere hineinzuversetzen. Vielleicht mal dich selbst auch aus deren Blickwinkel zu sehen. Ja, so als wärst du diese Person oder, ne, zumindest gedacht, dass du einfach mal so schaust und Ausgewogenheit bringst, ja, in Gefühlen. Denn Gefühl gehört ja in allem dazu. Ja, wenn du einen Sieg erringst, dann freust du dich ja auch. Das ist auch ein Gefühl. Oder wenn du erfolgreich bist, ja, dann möchtest du auch alle hochleben lassen, ja.
Und hier haben wir das Gefühl, der Mond, das ist die Krebsenergie. Es bringt viele Dinge zutage. Das ist nicht immer angenehm, das muss man auch sagen, ja. Wenn es nämlich Gefühle sind, die man eigentlich verbergen möchte und die man loswerden möchte. Aber diese Gefühle haben eine Bewandtnis. Sie hinterfragen etwas, sie stellen etwas in Frage. Und das ist der Punkt, an dem du eben auch liebevoll und fürsorglich dich darum kümmern sollst, die Ursache dieser Gefühle zu finden. Denn manchmal haben wir, sage ich mal, irgendwelche Gefühle, wir sind unsicher oder so. Wir müssen den Ursprung dieser Unsicherheit finden, damit wir ihn beseitigen können. Und dafür müssen wir uns ein bisschen reinhängen, ja, uns ein bisschen darum bemühen. Aber es lohnt sich, weil wir werden es damit los. Nicht von jetzt auf gleich und nicht an diesem Wochenende, aber indem wir uns darum bemühen, kommen wir uns selber ein Stück näher. Und darum geht's. Das ist vielleicht noch unbekanntes Terrain mit den 7 der Schwertern. Man ist sich da noch so ein bisschen unschlüssig. Aber versuche zumindest deine Intuition zu schulen, mehr auf deine Bauchgefühle zu hören, ja, ab und an mal, ja, in kleineren Situationen sich auszumalen oder zu spüren, versuchen zu spüren, wie der andere drauf ist oder so. Das sind so Kleinigkeiten, die unbemerkt eben auch getestet werden können, um sich selbst ein bisschen darin zu schulen. Und das kann dir in allem sehr viel bringen. Ich wünsche dir dabei ganz viel Erfolg, ein erholsames, schönes Wochenende und wir sehen uns am Montag wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind beim Wochenende 6. und 7. Juli 2024 und ja, wir sprechen über den Neumond im Krebs. Das ist nämlich eine sehr schöne Energie, sich ein bisschen mehr mit sich selbst auch zu beschäftigen. Wir haben die Sonne, die Venus und den Mond natürlich im Krebs. Gefühlvoll, intuitiv, auch kreativ natürlich. Hypersensibel, ja, also es geht nicht nur dir so, auch anderen. Und diese Chance mit dem Neumond im Krebs besagt, dass man sich so ein bisschen mehr auf die Dinge konzentriert, die in einem vorgehen und mit den Rückläufigkeiten zum Beispiel von Neptun und Saturn auch den Dingen auf den Grund geht. Neptun ist jetzt nicht mehr so verschärft darauf aus, dich in die Irre zu führen. Er ist rückläufig und du sollst damit arbeiten, was du erlebt hast und das analysieren, ja, und auch mal schauen, ob du vielleicht auch ein paar Dinge, ja, vielleicht verändern kannst. Also im kleinen Rahmen und von dir aus und nur mit dir erstmal. Es geht jetzt nur um dich persönlich. Wir haben ja auch den Saturn in den Fischen und da geht es eben darum, habe ich mich an das gehalten, was ich mir vorgenommen habe? Was kann ich tun, um die Dinge für mich ganz persönlich im Gefühlsbereich zu verbessern? Und das beinhaltet natürlich auch, dass man, wie du als Jungfrau zum Beispiel, überkritisch an die Dinge herangehst. Du bist ein guter Organisator, toller Planer und so weiter, solange es um sachliche Dinge geht. Im Gefühlsbereich schreckst du zurück. Und warum? Weil du sicherlich schon die eine oder andere unschöne Erfahrung gemacht hast, wie viele andere auch. Und jetzt geht es darum, eben da mal genauer hinzuschauen, sich darum zu kümmern, warum das so ist, was dich beängstigt oder was dich davor zurückschrecken lässt und ob du vielleicht durch diese Überkritik und der Suche nach dem Perfektionismus nicht einfach nur die Absicherung suchst, keine Fehler zu machen. Und das ist ziemlich sinnlos, weil wir machen alle Fehler und wir sollen und dürfen Fehler machen. Die Fehler sind ja dazu da, damit wir lernen. Würden wir keine Fehler machen, wäre es langweilig und wir könnten nichts mehr lernen. Gefühle lassen sich nun mal auch nicht logisch erklären und das ist vielleicht der Punkt, an dem du da so ein bisschen mit verzweifelst und auch gerade, weil Neptun dir sonst ja auch schon mal einen Streich gespielt hat. Jetzt geht es darum, einfach mal rückbezüglich und ganz kausal einfach mal zu schauen, wie die Dinge zusammenhängen. Und liebevoll, also nicht jetzt irgendwie kritisch oder hinterfragend im Sinne von, was hast du denn da gemacht, sondern wie war denn das? Wie hängen die Dinge zusammen und was kann ich tun, um sowas vielleicht in Zukunft zu vermeiden oder für mich die Situation insgesamt zu verbessern? Wie könnte ich vielleicht auch meine Einstellung dazu verändern? Ja, das sind so Anlagen, die man dann verwenden kann, um da vielleicht ein bisschen genauer hinzuschauen und sich nicht
zu drangsalieren. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht darum, sich selbst sehr, sehr nahe zu sein, zu wissen, was man braucht, was man vermeiden sollte, wo man vielleicht auch Schwächen hat, die man anderen nicht unbedingt auf die Nase binden möchte. Ja, wir alle haben Schwächen. Und wie man damit umgeht, ja, und das einfach zu prüfen. Wir haben den Mars im Stier, eine ruhige, entspannte, gelassene und auch sehr genussfreudige Energie. Das kommt dir sehr entgegen und gibt dir auch die Ruhe. Dieser Mars im Stier bleibt ja nicht immer Mars im Stier, sondern wird ja auch irgendwann wechseln. Und es ist wichtig, dass wir bis dahin dann auch eine gewisse innere Ruhe haben, damit wir uns auch so schnell nicht aus der Fasson bringen lassen, dass wir eben auch diese Ruhe irgendwie in uns selber produzieren können. Und dazu kann dieser Neumond im Krebs enorm beitragen, wenn du es zulässt und wenn du das möchtest. Uranus im Stier hilft dir übrigens auch, Feinjustierungen und Veränderungen vorzunehmen. Also das kann sehr gut funktionieren. Wir haben auch den rückläufigen Pluto im Wassermann, Macht- und Ohnmacht-Themen, und wir haben Jupiter in Zwillinge, Kommunikation. Und diese beiden sorgen auf der einen Seite für sehr viel Ehrgeiz, man will viel erreichen. Es ist aber auch die Kommunikation, die uns stärkt und die uns eben auch miteinander kommunizieren lässt und planen lässt. Und der rückläufige Pluto kann eben auch dazu beitragen, dass du dich mit diesen Themen auseinandersetzt, wo du vielleicht auch manchmal zu unsicher warst, weil die Gefühle nicht geklärt waren, oder wo du dir hast auch, naja, ich sag mal, zu viel Arbeit aufhalsen lassen, weil du dich nicht getraut hast, was dagegen zu unternehmen, zum Beispiel jetzt, ne? Also das sind alles so Punkte, die man da genauer angehen kann. Versuch's mal. Versuch auch ein bisschen mehr auf dein Bauchgefühl, deine Intuition zu hören, so in kleinen Dingen, ja, wo das keiner so mitkriegt. Und dann merkst du auch, wirst du spüren, dass dir das hilft, ein bisschen mehr auch dich selber voranzubringen, mit dich selbst ein bisschen mehr zu schätzen. Und darum geht's auch. Jetzt haben wir noch den Merkur im Löwen, so ein bisschen das Ego streicheln, ne? Und das kann sowohl bei dir als auch bei anderen natürlich der Fall sein, dass man ja entweder selber ein bisschen auf dicke Hose macht oder jemandem begegnet. Wie geht man damit um? Auf der einen wie auf der anderen Seite. Also interessante Themen. Wie sieht's denn am Samstag aus? Du möchtest etwas hinter dir lassen. Das ist ein guter Grund, sich ein bisschen mehr um sich selbst zu kümmern. Du bist noch so ein bisschen voller Scheu oder noch nicht bereit, so wirklich die Dinge anzugehen. Das wird sich aber ändern. Wir haben die Sonne. Ja, versuch's in Kleinigkeiten. Du musst ja gar nichts Großes machen oder so. Es geht ja nur darum, so ein bisschen mehr auf sich selber einzugehen, sich ein bisschen auf sich einzulassen, sich selbst zu hinterfragen in positiver Art und Weise und mal was anders zu machen, die Einstellung auch, ne? Wir haben den Erfolg. Also das sieht sehr gut aus für dich als Jungfrau. Das heißt, du kannst damit gut arbeiten oder du kommst in irgendwie eine Gefühlsenergie, die dich weiterbringt. Am Sonntag, wenn um kurz vor sechs auch der Mond in den Löwen wechselt, haben wir die Kommunikation, der Austausch mit anderen. Wir haben die Acht der Münzen, daran arbeiten, und wir haben die Irritation. Also auf der einen Seite merkst du den ersten Erfolg und auf der anderen Seite irritiert dich das auch, ja, und du bist enttäuscht. Aber liebe Jungfrau, dass das auf Anhieb klappt, hat keiner gesagt. Man muss es probieren und man bleibt dran. Man lässt sich nicht von irgendeinem Missgeschick oder von irgendeiner Sache, die man vielleicht nicht versteht und wo dann man denkt, ach, das ist alles Mist, direkt ins Boxhorn jagen. Es ist schon wichtig, dass man da auch ein bisschen dran bleibt, ja. Daran arbeiten bedeutet ja, ich bin skeptisch und das soll ich auch sein, aber ich lasse mich so schnell nicht davon abschrecken. Ich kümmere mich darum, auch wenn es irritiert und wenn ich das Gefühl habe, ich komme nicht auf den grünen Zweig. Das ist wie mit jeder neuen Sache, die du beginnst. Wenn du jetzt, sag ich mal, Violine lernen möchtest, dann kannst du auch nicht am ersten Tag gleich Vivaldi spielen oder so, ja. Aber du musst üben, du musst es üben, ja. Und darum geht's, es erstmal anzufangen, sich darin zu schulen, weiterzumachen, auch wenn es nicht immer klappt und nicht immer akut. Und ne, ich sag ja, wir dürfen und wir sollen Fehler machen. Wir lernen aus unseren Fehlern und wir entwickeln uns über dieses ich probiere es trotzdem, wachsen wir über uns hinaus. Und das ist das Ziel.
auch über Enttäuschungen und Schwierigkeiten am Anfang hinwegzukommen und trotzdem weiterzumachen. Das ist Erfolg und das führt zum Erfolg. Und ich wünsche dir natürlich ein geruhsames, schönes Wochenende und natürlich viel Erfolg. Und wir sehen uns am Montag wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind heute beim Wochenende, 6. und 7. Juli 2024. Und wie vorher angedroht, wir sprechen über Neumond in Krebs. Wir haben ja Sonne und Venus in Krebs und natürlich auch den Mond und heute auch Neumond in Krebs. Und dieser Neumond geht aufs Gefühl. Ich weiß, du verdrehst die Augen, ich kann es förmlich vor mir sehen, aber Gefühle sind wichtig. Ja? Gefühle tragen dazu bei, dass wir ein Wohlbefinden haben, dass wir entspannt sind, dass wir uns freuen, dass wir gut drauf sind, ja, oder dass wir eben gefrustet sind, je nachdem. Und so ein bisschen mehr zu schauen, wo diese Gefühle herkommen und wie wir damit umgehen können, das ist so das Ziel. Und als Waage bist du jemand, der gerne Harmonie verbreitet, charmant ist, mit allen gut auskommt, ja, und auch, ja, gar nicht so wirklich offen zeigt, was er fühlt oder was sie fühlt, ne? Und hier geht es jetzt darum, ans Eingemachte zu gehen, nämlich zu gucken, wo stehe ich gerade, was brauche ich nicht, was will ich und was will ich nicht und ich möchte es ergründen. Wir haben Neptun und Saturn in den Fischen rückläufig. Diese Energien der Rückläufigkeit beziehen sich auf das, was wir erlebt haben. Also auch, wie sind wir mit Gefühlen umgegangen, haben wir auch unseren Gefühlen Raum gegeben, haben wir uns darum gekümmert, dass wir gehört und gesehen werden, was unsere Gefühle betrifft, oder haben wir das einfach so unter den Teppich gekehrt, weil ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt und das möchte sowieso keiner hören? Also diese Dinge einfach mal anzuschauen, sich ganz freundlich, ganz nett und ohne Druck und ohne Stress damit zu beschäftigen. Und mit dem Neumond im Krebs kann man einen Weg finden, sich gut zu ernähren, sich auf seine Bedürfnisse ein wenig einzulassen, zu schauen, was man braucht, zum Beispiel regelmäßige Bewegung oder ein schönes Hobby, das man viel zu lange vernachlässigt hat. Und jetzt geht es darum, das anzugehen. Natürlich wird man nicht von heute auf morgen Wunder erleben, aber man kann durch Kontinuität, also dauerhaftes Dranbleiben, eben Erfolge damit auch hervorrufen. Im eigenen Wohlbefinden, ja, in Klarheit mit sich selbst und auch mit Widerstandsfähigkeit. Ja. Das, wie gesagt, das geht nicht von heute auf morgen, das dauert seine Zeit. Und natürlich auch die Schulung der Intuition. Und wir haben jetzt so starke Krebs- und Fische-Energien, dass wir wirklich auch mit dieser schönen Energie, die wir jetzt haben, auch so ein bisschen ergründen können, was in uns vorgeht, ja, und wo wir uns da auch von ein paar Dingen lösen können. Wenn wir uns darum kümmern, es ist immer freiwillig und das ist dein Wille, wenn du das machst und ich kann dir das nur vorschlagen, aber es wäre ein guter Zeitpunkt, damit heute zu beginnen. So, wir haben natürlich auch noch andere Energien, wir haben zum Beispiel Jupiter in Zwillinge, das erleichtert dir vieles, auch vielleicht den Umgang mit deinen Gefühlen. Es ist vor allen Dingen natürlich die Kommunikation, den Austausch, aber Kommunikation kann auch im Inneren stattfinden, ja, Kommunikation über Geist und Gedanken natürlich und das solltest du vielleicht ein bisschen trainieren, dich besser kennenzulernen und mit dir selber gut auszukommen und das, was dir vielleicht nicht so gut gefällt, zu verbessern, ja, wenn du das möchtest, wohlgemerkt. Jetzt haben wir auch noch den Merkur im Löwen und du weißt, worauf ich hinaus will, Löwe und Waage-Energie zusammen ergibt immer hohe Ansprüche und manchmal zu hohe Ansprüche, die man an sich selbst haben kann, auch natürlich. Man kann auch ein bisschen zu egozentrisch sein, dass man vielleicht zu alltägliche Dinge in den Vordergrund rückt und zu wenig auf sich selber achtet. Und das kann dir natürlich im Wege stehen, ja, dass du mehr auf Äußerlichkeiten achtest als auf das Innere. Aber glaube mir, das Innere hat mehr Gewicht als die Äußerlichkeiten, ja. Und wie gesagt, es ist freiwillig und ich hoffe, dass du damit was anfangen kannst und dass du da eben auch ein paar gesunde Schlüsse draus ziehen kannst für dich selbst. Wir haben auch den rückläufigen Pluto im Wassermann, ähnlich wie jetzt bei den anderen Energien.
wie bin ich damit umgegangen und wie kann ich damit umgehen? Das kann auch dein Gefühlsleben betreffen natürlich, ja, also auch das Private oder wo man sich vielleicht auch ein wenig unter Druck gesetzt gefühlt hat und so weiter. Das gehört alles irgendwo auch zusammen. Und vielleicht findest du ein paar gute Wege da ein Stück weit raus. Am Sonntag kurz vor 6 wechselt der Mond dann noch in den Löwen und damit wird auch gefühlsmäßig so ein bisschen das Ego nach vorn geholt und damit auch wieder die Ansprüche nach außen hin vielleicht auch was zu erreichen. Ja, aber wer sagt denn, dass du, wenn du zufrieden bist und dich wohlfühlst, dass du nicht im Außen noch viel mehr erreichen kannst? Aber das ist natürlich, wie gesagt, die Überlegung, die du selber anstellen musst. Wir schauen uns jetzt erstmal an, was wir am Samstag für die Waage haben. Mäßigkeit, Gefühl und Intellekt im Einklang. Wunderbar, da ist man in seiner inneren Mitte. Man möchte etwas hinter sich bringen. Das können auch Dinge sein, mit denen man sich lange nicht beschäftigt hat. Der Hierophant betrifft auf der einen Seite natürlich auch die Verbindung, die du zu dir selber hast, also wie du dich selber wahrnimmst, wie zufrieden du mit dir bist, ne, und so weiter. Aber auch natürlich ins Außen, mit den Mitmenschen. Da haben wir eine Enttäuschung. Es kann bedeuten, dass du von dir selber vielleicht in irgendeiner Form enttäuscht bist oder eine Enttäuschung hast, mit der du nicht zurechtkommst. Jetzt gilt es natürlich da, sich ein bisschen mit zu beschäftigen, wie ich sagte, nämlich die Ursache dieser Enttäuschung zu finden, wo sie ursprünglich herkam. Also man kann zum Beispiel sagen, sagen wir mal, ich bin jetzt ein bisschen zu dick und ich möchte abnehmen, aber ich schaffe es nicht, die Diäten klappen nicht und so weiter. Wo kommt das her? Bei vielen ist es so, man hat durch Essen kompensiert. Man hat vielleicht Enttäuschung, Frust und Traurigkeit durch Essen kompensiert. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Das ist jetzt nur, um dir das bildlich mal so vorzuführen, was die Ursache sein könnte. Und dann, die Ursache kam da und daher, aha, also weiß ich, warum ich das mache und kann bei der nächstbesten Sache, wo das wieder aufkommt, sagen, nee, diesmal nicht. Jetzt mache ich was anderes. Jetzt mache ich genau was, was ich vielleicht gerne tue. Ja, ich muss nicht essen, aber ich kann ja was kochen für die anderen zum Beispiel. Was auch immer, ja. Es geht darum zu ergründen, wo es herkommt. Wir haben die 10 der Kelche. Ganz viel Liebe am Sonntag. Familie gehört ja auch dazu. Wir haben den Fokus. Du möchtest etwas hinter dich bringen. Und das kann auch, wie gesagt, im Gefühlsbereich sein. Und du arbeitest dran. Hier liebevolle Fürsorge, da ist die Krebsenergie. Es geht darum, sich liebevoll zu kümmern. Und zwar in erster Linie um sich selbst. Nicht so sehr um die anderen. Ja, es geht auch nicht darum, den anderen zu zeigen, wer das Sagen hat, sondern sich selbst wichtig zu nehmen. Sich genauso oder noch wichtiger zu nehmen erstmal im Gefühlsbereich. Du musst nicht nach außen dann ablehnend reagieren, das ist damit nicht gemeint, ja, sondern dass du eben deine Gefühle achtest und auch Verbesserungen vornimmst. Und nicht nur jetzt an diesem Wochenende, sondern kontinuierlich. Kleinigkeiten, hier mal was, da mal was und dich kümmerst um dich. Wir haben eine starke Intuition durch die Krebsenergie jetzt. Und das zeigt dir genau, wie du das machen kannst. Das ist ja bei jedem anders. Und jeder hat auch vielleicht Impulse, die anders ausfallen. Und hier haben wir so eine starke Intuition. Du solltest deinem Bauchgefühl jetzt in naher Zukunft auf jeden Fall ein Stück weit folgen. Und du wirst überrascht sein. Ja, das kann ich dir auf jeden Fall versprechen. Also, liebe Waage, kümmere dich liebevoll um dich selbst, stell das Ego ein bisschen auf Seite und nimm dich ernst und kümmere dich liebevoll um dich selbst, so wie du das sonst bei anderen machst. Aber diesmal geht es darum, wirklich hinzuschauen und zu verändern. Und ich wünsche dir natürlich auch ein erholsames, schönes Wochenende und wir sehen uns am Montag wieder. Herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind beim Wochenende 6. und 7. Juli 2024 und wir reden über Neumond im Krebs. Krebsenergie haben wir auch mit Sonne und Venus und natürlich im Mond. Und das bedeutet eben sehr gefühlvoll, sensitiv, intuitiv und hypersensibel.
Ich weiß, du als Skorpion siehst das skeptisch und sagst, ach, die Gefühle und man muss das nicht so eng sehen. Aber auch du kannst hypersensibel sein und auch natürlich deine Umgebung. Und deswegen ist Vorsicht geboten. Ja, man kann sehr leicht ins Fettnäpfchen tappen. Dieses Wochenende geht es aber darum, dass man sich auf sich selber konzentriert. Dass man erstmal schaut, wie geht's mir denn? Was brauche ich denn? Was will ich denn? Wo will ich hin? Was beschäftigt mich? Und worum kümmere ich mich viel zu wenig? Also im Gefühlsbereich. Jetzt haben wir auch noch Neptun und Saturn in den Fischen rückläufig. Da geht's ja darum, welche Träume habe ich? Neptun, ja? Welche Dinge würde ich gern erleben oder umsetzen? Und mit Saturn, was tue ich dafür, diese Dinge tatsächlich in Gang zu setzen und wirklich zu machen, nicht nur darüber nachzudenken und davon zu träumen, sondern sie auch in die Tat umzusetzen. Und zwar, weil ich es fühle, weil ich es mir wünsche und was geht. Ja. Und manchmal haben wir so Träume, die wir dann auch sozusagen abhaken und nicht mehr anfassen, weil wir denken, das wird sowieso nichts. Und das fördert natürlich Frust und Enttäuschung. Da du als Skorpion sowieso skeptisch bist und auch nicht so immer mit der Sprache rausrückst, was dich beschäftigt und was du brauchst, ist es umso wichtiger, dass du dir selber auf jeden Fall ein bisschen Zeit widmest und ein bisschen Fürsorge. Auch wenn du sagst, was für ein Quatsch. Ja, aber du brauchst das auch. Du brauchst auch eine Erkenntnis, wo du stehst, was du dir wünschst, was machbar ist, was nicht geht, aber auch, wie du mit dir selber ins Reine kommst. Dinge, die dich belasten, ja. Oder wo du sagst, da habe ich aber Mist gebaut und ja, sich selbst auch manche Dinge verzeihen können, ja. Auch darum geht's. Oder sich nicht immer nur drangsalieren und zu Höchstleistungen anspornen, sondern sich auch mal gedanklich, ja, in den Arm zu nehmen, zu trösten. Sich auch mal zu sagen, Mensch, da hast du aber viel erlebt und jetzt musst du auch mal gucken, dass du dir was Gutes tust dafür. Nimm dir Zeit für dich. Schau hin. Ja, mit dem Neumond im Krebs kannst du damit beginnen. Es geht natürlich um gesunde Ernährung, um liebevolle Fürsorge für die Seele, für das, was einen umtreibt, was einen vielleicht auch ärgert oder verunsichert. Ja, und da einfach mal ein bisschen genauer hinzuschauen und Lösungen zu finden. Wir haben eine starke intuitive Energie mit Krebsenergie und wir haben die Möglichkeit, das auch hinzubekommen. Nicht von heute auf morgen, das ist klar, sondern es ist ein Prozess. Aber man kann diesen Prozess mit dem Neumond im Krebs starten. Und da muss man natürlich auch konsequent dranbleiben. Ja? Auch nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit dieser liebevollen, freundschaftlichen Energie. Lass dir Zeit. Ich bin da für dich, ja, wie ein guter Freund. Und darum geht's, dass man sich selbst wichtig nimmt und nicht nur immer dieses Spiegeln im Außen sucht, sondern von sich selbst einfach mal so ein bisschen ausgeht und sich selbst ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen pampert. Kann man so sagen, ja. Wir haben natürlich auch noch andere Energien. Wir haben auf der einen Seite den Jupiter in Zwillinge. Kommunikation, sehr schön, hatte ich auch schon ein bisschen aufgelockert, ist auch sehr gut, ja. Auch diese Fürsorge kommt dir auch sehr zugute, weil wenn du dich wohlfühlst, dann findest du schneller Vertrauen, dann schmeißt dich so schnell nichts aus der Bahn und das ist wichtig, ja. Wir haben auch natürlich den Mars im Stier, Ruhe, Gelassenheit, pragmatisches Vorgehen, langfristige Planung, Verlässlichkeit und Genussfreude. Und das mit der pragmatischen Energie solltest du auch beibehalten. Das habe ich den anderen übrigens auch gesagt. Wenn der Mars nicht mehr im Stier ist, dann ist es deine Aufgabe dafür zu sorgen, dass du nicht bei jeder Gelegenheit die Nerven verlierst oder unruhig wirst und dich vielleicht auch unter Druck setzen lässt oder selber unter Druck setzt. Ja. Wir haben den rückläufigen Pluto im Wassermann, Macht und Unmacht ihm. Die können natürlich auch damit reinspielen, was er eben sagt, Dinge, die dich belasten oder so oder ärgern. Ja, warum ärgern sie dich? Geh den Dingen auf die Spur und versuche, da wo du kannst, Dinge zu verbessern, zu verändern. Der Uranus im Stier hilft dir dabei, Feinjustierungen vorzunehmen. Wie gesagt, das geht nicht an einem Tag, aber man kann was tun. Jetzt haben wir den Merkur im Löwen.
Ja, da ist so das Ego, was noch eine große Rolle spielt und dazwischen kommen kann, ja, auch von anderen. Und am Sonntag haben wir kurz vor sechs auch den Mond im Löwen. Da ist man vielleicht sehr darauf bedacht, nach außen hin nicht so viel preiszugeben und gut dazustehen. Ja, aber das muss man sich auch bewusst machen. Da muss man sagen, ja, das ist jetzt gerade so. Aber ich kümmere mich trotzdem darum, was in mir selber vorgeht. Ja, das ist auf jeden Fall keine schlechte Idee. Aber entscheiden und machen musst du es natürlich selbst. Wir haben die Kommunikation am Samstag, den Austausch mit anderen. Wir haben die Nostalgie. Bedeutet auch der Rückblick, also auch wieder rückbezüglich und gute Gespräche mit anderen. Ne? Man tauscht sich vielleicht über ein paar Dinge aus, man spricht vielleicht allgemein auch über Dinge, wie man Dinge löst oder wie man was angehen möchte und bekommt auch dadurch natürlich Impulse. Ne? Der Rückblick ist auf jeden Fall da. Und vielleicht bekommst du durch Gespräche mit anderen auch einen Einblick darüber, wie andere das sehen. Das kann auch sehr interessant sein. Wir haben hier einen leidenschaftlichen Neubeginn mit dem Ass der Stäbe. Das heißt, du bist zumindest motiviert, was zu verändern, vielleicht irgendwas anders zu machen, vielleicht auch etwas wieder aufzugreifen, was du hast liegen gelassen, weil nicht genug Zeit war. Ne? Du bist mit Leidenschaft dabei. Sehr schön. Wir haben das Ass der Kelche, wunderbar, da ist die Eigenliebe am Sonntag. Wir haben den Herrscher, natürlich willst du den Ton angeben und die Dinge nicht aus der Hand geben. Und das Rad des Schicksals, die Anpassungsfähigkeit. Also, ich weiß, dass du ein Macher bist, ob weiblich oder männlich, spielt keine Rolle. Du möchtest die Kontrolle. Die Kontrolle ist aber nur eine Absicherung gegen mögliche Dinge, die passieren können. Es gibt aber keine Absicherung. Es gibt auch keinen Perfektionismus. Ja? Also diese, dass du irgendwo die Kontrolle hast, auch gerade im Gefühlsbereich, das kannst du dir gleich abschminken. Es tut mir leid. Ja? Auch so gern wir das vielleicht alle wollen, aber das funktioniert nicht. Gefühle sind nicht logisch. Gefühle sind vielleicht im Nachhinein erklärbar und vielleicht auch wandelbar, ne? Indem man eben daran arbeitet. Aber sie sind nicht kontrollierbar. Ja, wenn du dich verliebst, verliebst du dich. Und wenn alle anderen diese Person doof finden, du bist verliebt. Ja, da können die auch nichts dran ändern. Also eine Kontrolle gibt's nicht. Mit dem Herrscher bist du dir der Verantwortung, die du trägst, für dich selber, aber auch für andere bewusst. Du weißt also ganz genau, wovon ich rede. Und deswegen denke ich auch, dass du deine Intuition nutzen kannst, dich darum zu kümmern. Und das solltest du genauso akribisch tun, wie du zum Beispiel deiner Arbeit nachgehst und deinem Erfolg. Ja, denn die Gefühle sind das, was dich ausmacht und auch das, was natürlich deinen Erfolg generiert. Je besser du drauf bist, je besser du dich fühlst, desto erfolgreicher natürlich und desto auch offener und liebevoller. Ne? Die Anpassung mit dem Rad des Schicksals ist der Austausch auch mit den anderen. Ja? Gespräche, sich mit Gleichgesinnten zusammentun, auch spüren, was mit anderen los ist und so weiter. Natürlich erfordert das auch eine gewisse Offenheit. Mit den Neun der Kelche kann das gelingen, aber nur, wenn du keine konkreten Vorstellungen hast, wie das zu sein hat, sondern wenn du flexibel genug bist, dich auch den jeweiligen Situationen anzupassen und auch deine Einstellung vielleicht manchmal zu hinterfragen und auch deine Meinung ändern zu dürfen. Das ist überhaupt kein Problem, ja. Also wichtig ist, dass du das erkennst für dich und dass du für dich ganz persönlich einen Weg findest aus dieser vielleicht immer wiederkehrenden Schiene von Sachen, die dich ärgern und aufregen. Und ne, das sind ja auch Dinge, die immer wieder kommen, wie so ein Déjà-vu. Und vielleicht dadurch, dass man sich ein bisschen mehr um sein Innenleben kümmert, kann man auch die Ursachen bekämpfen, was dagegen tun, mit sich selbst liebevoll umgehen und dann auch aus diesem Kreislauf aussteigen. Das wünsche ich dir von Herzen. Erhol dich gut am Wochenende. Nutze den Neumond in Krebs und wir sehen uns am Montag wieder. Herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind beim Wochenende 6. und 7. Juli 2024 und ja, wir sprechen über den Neumond im Krebs. Ja, es geht um Gefühle, es geht um ja, die Selbstrückschau. Wir haben die Sonne, Venus und natürlich den Mond im Krebs. Sensitiv, empfindsam,
intuitiv, kreativ und auch natürlich überempfindlich. Da sollte man sowieso immer vorsichtig sein, wenn die Energie hier in Mond in Krebs geht, dass man da eben auch so ein bisschen zurückhaltender ist, damit man eben nicht ins Fettnäpfchen tappert. Wir haben mit diesem Neumond im Krebs die Möglichkeit herauszufinden, wie wir uns selber optimieren können, wie wir mit Gefühlen umgehen können, was wir tun können, damit es uns besser geht, damit wir zufriedener sind. Und für mich ist Zufriedenheit auch ein Stück von Glück, weil das eben dazu beiträgt, dass man gelassen ist, entspannt ist und eben auch natürlich die Dinge angehen kann in Ruhe und überlegt. Dazu verhilft natürlich auch der Mars im Stier, der eben sowohl im Arbeiten als auch in der Reaktion eben dazu beiträgt, dass wir überlegen, bevor wir handeln. Und das sollten wir auch, wenn der Mars mal nicht mehr im Stier verweilt, auch übernehmen. Und da müssen wir natürlich auch gestärkt sein für diesen Moment. Mit Neptun und Saturn in den Fischen rückläufig ist ja auch der Rückbezug da zu den Gefühlen, zu den gemachten Erfahrungen, zu unseren Wünschen und Träumen, aber auch dazu, wie wir das Ganze in die Tat umsetzen können, beziehungsweise was wir überhaupt tun können, um uns selber zu helfen, um dazu beizutragen, dass wir ja uns selbst gut kennen und auch aus unseren Fehlern lernen. Denn wir dürfen Fehler machen, wir sollen sogar Fehler machen, weil nur dann ja wollen wir auch was ändern. Ja, deswegen tun manche Dinge auch weh. Und jetzt hast du ja zum Beispiel auch mit Neptun ein bisschen Entspannung, dadurch, dass er nicht mehr so piesackt, aber er hält uns natürlich die Erinnerung wach und sorgt dafür, dass wir hinschauen und dass wir uns darum kümmern, dass es nicht einfach so weitergeht und dass wir die Fehler immer wiederholen. Denn das ist das, was uns dann natürlich auch, naja, beflügeln sollte, etwas dafür zu tun. Das bedeutet nicht, dass wir uns unter Druck setzen, sondern es bedeutet, dass wir liebevoll und freundschaftlich mit uns selbst umgehen, uns Fehler verzeihen und natürlich bemühen, zu optimieren, was wir können, wo es eben geht, im Kleinen, ja. Und viele kleine Dinge können auch was Großes bewirken mit der Zeit. Das geht jetzt nicht an einem Wochenende, an einem Tag oder so. Es kann aber mit dem Neumond im Krebs ein Beginn sein. Und ja, selbstverständlich haben wir auch noch andere Energien. Wir haben zum Beispiel auch den rückläufigen Pluto im Wassermann. Macht- und Ohnmacht-Themen können auch wieder aktuell werden. Es kann mit den Gefühlen zusammenhängen. Ja, wir haben aber auch den Jupiter in Zwillinge, der auch den Schützen beflügelt, gute Kommunikation rüberbringt, aber natürlich auch dazu anleitet, manchmal zu weit zu gehen oder zu viel zu wollen. Denn auch Merkur befindet sich im Löwen und da ist auch das Ego mit drin, das Selbstvertrauen und auch manchmal ein bisschen Selbstüberschätzung. Jetzt wechselt am Sonntag kurz vor 6 Uhr morgens auch noch der Mond in den Löwen. Und da kann man natürlich auch übertreiben. Deswegen ist es wichtig, auch mit diesen Energien, dass wir was ändern wollen, jetzt nicht zu sagen, jetzt oder nie, sondern ganz ruhig, ganz entspannt und wohl überlegt. Ja, ja, ich denke mal, das muss jeder selber entscheiden, ob er das tut. Aber die Möglichkeit, die Energie ist da. Also jeder für sich was überlegen könnte helfen. Schauen wir uns erstmal, wie es am Samstag aussieht für den Schützen. Da haben wir die 6 der Schwerter in ruhigere Gefilde durch Gespräche. Wir haben die Gerechtigkeit, vage Energie, Ausgleich schaffen, Harmonie, ja. Und wir haben den Turm. Das ist eben auch sich von lästigen Dingen befreien, ja. Platz schaffen für Neues. Dazu müssen wir natürlich die Altlasten erstmal loswerden. Und da ist vielleicht die Entscheidung nicht so leicht, ja. Wie mache ich das und wie kriege ich das hin? Lass dir Zeit. Bloß kein Stress. Bloß nicht selber unter Druck setzen. Es geht darum, sich selbst, wie gesagt, auch Zeit zu geben, sich damit zu beschäftigen, in aller Ruhe und auch die Erkenntnisse zu bewerten, beziehungsweise auch was umzusetzen, was geht. Am Sonntag haben wir die 7 der Münzen, das sind Detailfragen. Wir haben die 10 der Stäbe, da ist noch einiges zu tun.
Und wir haben die Königin der Stäbe. Da ist der Optimismus drin. Was ja auch gut ist. Optimismus heißt ja auch, ich gebe nicht auf, ich bleibe dran, ich lasse mich auch von Rückschlägen oder rückbezüglichen Dingen nicht aufhalten, ich entwickle mich weiter. Und selbst wenn du gar keine Lust hast, dich damit zu beschäftigen, es kommt Veränderung. Veränderung ist tagtäglich im Gange. Wir werden älter, ja, und auch in unserem Umfeld tut sich was, das wissen wir ja. Und am besten ist es natürlich, wir kennen uns selber dann gut und wissen, wie wir so gestrickt sind und was unsere Schwächen sind, damit wir nicht, ja, unsere Schwächen in den Vordergrund rücken, sondern unsere Stärken. Das wäre beim Schützen zum Beispiel Anpassungsfähigkeit, Flexibilität, Offenheit für neue Dinge, ja, und auch das, die Neugierde, das Wissen um die Dinge, ja, so ein bisschen hinterfragen und sich selbst auch so ein bisschen, ja, mal beobachten, wie man reagiert, warum man so reagiert. Es geht ja um die Essenz, dass man so ein bisschen hinterfragt. Wir haben auch hier den Ritter der Kelche. Das heißt, dass du liebevoll mit dir und anderen umgehen sollst, ja. Und wir haben ja auch weiterhin noch die Krebsenergie. Das verleiht uns allen natürlich auch eine gewisse Intuition, Bauchgefühl. Und Intuition ist unser bester Wegweiser. Weil wenn wir so ein bisschen geschult sind und selbst auch so ein bisschen auf unsere Intuition verlassen, je öfter wir das tun, desto besser werden wir darin. Und das kann etwas im Zwischenmenschlichen bewirken, dass man vielleicht auch eher erkennt, wer, ich sage jetzt mal, vertrauenswürdig ist und wer nicht. Und wie wir damit umgehen können. Ja, wir entscheiden das ja von Situation zu Situation. Und vielleicht hast du ja auch so eine Art Déjà-vu. Dinge, die sich wiederholen oder Dinge, die immer mal wieder passieren, dann wäre es ganz gut, da mal ein bisschen genauer zu hinterfragen, wie das ursprünglich entstanden ist. Also die erste Situation, in der das passiert ist, um dann tatsächlich auch die Ursache zu erkennen und zu beseitigen. Gefühlvoll, sensitiv und auch, wie gesagt, sich selbst Fehler verzeihen, denn es gibt nichts, was perfekt wäre. Also wir sind weit weg von Perfektionismus. Und deswegen braucht man es auch gar nicht darum zu bemühen. Und wichtig ist auch, dass diese Legung ganz speziell auch für uns selbst ist, nicht für andere. Es geht vor allen Dingen darum, mit sich ins Reine zu kommen. Je besser du dich kennst und weißt, was dir gut tut und was du lieber vermeiden solltest, desto eher findest du auch das, was gut für dich ist. Und da wollen wir hin. Ja, und wie gesagt, es ist wichtig, dass man das selbst entscheidet. Und selbst Stück für Stück sich erarbeitet. Es ist natürlich auch ein klein wenig Mühe notwendig. Ohne das geht es nicht. Ne? Sonst bleibt alles, wie es ist. Ja, Detailfragen sind wichtig. Noch ein paar Dinge erarbeiten und sich auch liebevoll darum kümmern, dass es einem gut ist, gut geht. Ernährung ist da so ein Thema, Bewegung und auch Zeit zum Entspannen. Und die solltest du dir an diesem Wochenende auf jeden Fall gönnen. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, viel Erfolg und wir sehen uns am Montag wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Steinbock. Wir sind beim Wochenende 6. und 7. Juli 2024. Ja, wir sprechen über Neumond im Krebs. Gefühlvoll, sensitiv, einfühlsam. Sonne und Venus sind ja auch im Krebs. Und natürlich hypersensibel mit Mond im Krebs. Und da muss man natürlich erstmal Acht geben. Aber mit dem Neumond im Krebs geht es darum, auf sich selbst zu achten. Also erstmal nur auf sich selbst, nicht auf andere. Es geht um die Selbstfürsorge, darum, wie wir mit uns umgehen, wie wir uns kümmern, um das, was uns beschäftigt, was auch im Gefühlsbereich los ist und wie wir unseren Träumen näher kommen, beziehungsweise was davon wir auch durchgeführt haben, also wo wir uns gekümmert haben und wo vielleicht nicht. Neptun und Saturn in den Fischen rückläufig, die sind auch in diesem Bereich tätig. Wir haben einmal, wie gesagt, die Träume mit Neptun und auf der anderen Seite natürlich Saturn, die Umsetzung, ja. Und dieser Saturn will uns nämlich auch aufzeigen, wo wir vielleicht etwas ändern können und sollten. Ja, es ist wichtig, die Intuition des Krebsmondes, aber auch natürlich der Sonne und der Venus zu nutzen, ein bisschen mehr auf unser Bauchgefühl zu achten
und uns natürlich auch wohlwollend zu betrachten. Ja, man kann immer was verbessern oder man findet immer was, aber man sollte sich nicht unter Druck setzen. Man soll ja nicht irgendwas aus dem Hut zaubern, sondern man soll wirklich den Dingen auf den Grund gehen. Und davor schrecken viele zurück. Dabei ist das das Wichtigste, um Handicaps loszuwerden, Altlasten und solche Dinge. Als Steinbock bist du Gefühlen gegenüber immer ein wenig misstrauisch oder, naja, sagen wir mal, es ist nicht der wichtigste Aspekt für dich, aber er ist wichtig. Und du hast mit der Krebsenergie jetzt auch so ein bisschen mehr Gefühl kennengelernt oder gelebt jetzt in der nahen Vergangenheit. Und ich glaube, dass du auch so ein bisschen Blut geleckt hast, was das betrifft, dich darauf einzulassen, es zu genießen und dich wohlzufühlen und dich zu kümmern. Und mit dem Neumond im Krebs kannst du das auch auf deine Person ein bisschen fokussieren. Also Ernährung, Bewegung, so, das sind so die äußerlichen Dinge, aber auch die, ja, ich sag mal, die Neugierde auf das, was gewisse Dinge bei dir ausgelöst hat. Wenn es Groll gibt oder Dinge, die du nicht verstanden hast im Gefühlsbereich, kann man sich da ruhig mal ein bisschen Zeit für nehmen und ein bisschen nachforschen, wie Dinge zustande kommen. Wir haben selbstverständlich auch noch andere Energien. Wir haben den Mars im Stier, Ruhe, Gelassenheit, Genussfreude. Auch das ist sehr schön. Wir haben den Merkur in Löwe. Gut, da kommt so ein bisschen das Ego raus und das Bestimmen wollen. Wir haben auch den rückläufigen Pluto im Wassermann. Da können auch Macht- und Ohnmacht-Themen genauso eben auch auftauchen oder eben auch Altlasten sein. Und die kann man nämlich auf ähnlichem Wege bearbeiten. Wir haben dazu den Jupiter in Zwillingen, die Kommunikation mit anderen, aber natürlich auch unsere Gedanken und die Dinge, die wir klären wollen. Das kann helfen, ja. Ja, ich denke, es ist wichtig, dass man sich selbst gut kennt, um Probleme, Schwierigkeiten auch gefühlsmäßig in den Griff zu bekommen und auch mit anderen entsprechend umgehen zu lernen oder, ich sag mal, andere besser zu erkennen durch Energie, durch Gefühl, durch dieses zwischenmenschliche Gefühl, ne? Und das kann natürlich auch im Geschäftlichen einiges bringen. Aber das ist eine freiwillige Sache. Das ist nicht etwas, was du tun musst. Das ist aber etwas, was dir vieles erleichtern kann. Und die Entscheidung triffst du natürlich selbst. Am Sonntag haben wir dann ja auch noch den Mond in Löwe ab kurz vor 6 Uhr morgens. Da ist dann auch wieder so ein bisschen, ja, ich will den Ton angeben drin. Wir haben erstmal bei dir die Herrscherin. Das heißt, das ist eine sehr positive Energie, man kommt gut voran, man wägt ab mit den zwei der Münzen, was wichtig ist und was vielleicht nicht so wichtig ist. Mit den Liebenden der Zwillinge-Energie folgt man natürlich auch dem, was man am meisten mag oder liebt, was man bevorzugt. Und da haben wir den Optimismus. Also ich denke, dass du durch dieses sich beschäftigen mit den eigenen Energien, mit den eigenen, ja, Wünschen, Träumen und Vorstellungen auch ein Stück weit optimistischer sein kannst. Ja, und da du das ja auch schon mit der Krebsenergie so ein bisschen ausgelebt hast. Dabei ist natürlich wichtig, dass man die Dinge nicht sich schön malt, sondern dass man auch realistisch ist. Aber da bist du natürlich als Erdenergie ganz weit vorn. Am Sonntag haben wir den Page der Münzen. Mach langsam, versuch nicht irgendwas zu erzwingen, denn darum geht's nicht. Es geht nicht um schnell die Dinge umzusetzen, sondern darum, dass man wirklich die Essenz dessen entdeckt, was einen bewegt. Man braucht eine gewisse Disziplin dazu, auch dran zu bleiben, das in seine Routine mit einzubringen. Vier der Münzen ist auch dabei zu bleiben, vor allen Dingen bei dem, was dir auch Freude macht, was deinen Optimismus erhöht, ja, wo du viel Freude draus ziehst und damit eben auch Energie, Lust und Kraft, ja. Da ist der Ritter der Stäbe, du möchtest was riskieren. Ja gut, natürlich soll man auch mal was riskieren. Aber man muss vorher natürlich die Vorarbeit geleistet haben, zu schauen, was ist mir denn wichtig? Was sind meine Prioritäten und in welcher Reihenfolge? Als Steinbock bist du eben auch sehr ehrgeizig. Du bist auch sehr akribisch in deiner Arbeit und manchmal lässt du auch Beziehungen, Partnerschaften und so weiter
hinten anstehen. Und das weißt du auch, ja. Und wir haben schon ganz oft darüber gesprochen, dass du vielleicht auch mal ein bisschen 50-50 machen solltest. Also 50% Arbeit, 50% Freizeit und damit auch Zeit, dich um dich zu kümmern und auch natürlich um deine zwischenmenschlichen Beziehungen, die auch eine gewisse Pflege und Akribie benötigen, auf jeden Fall. Und ja, Kommunikation gehört dazu, entgegenkommen, aber auch das gewisse Feingefühl. Und das kannst du am besten auch hinbekommen, indem du das bei dir selber testest. Erstmal so ein bisschen in sich hineinzuspüren und zu merken, wo führt dich denn deine Intuition hin? Worauf macht dich deine Intuition aufmerksam? Vielleicht Dinge, auf die du gar nicht geachtet hast. Mit den Zwillingen, also mit den Liebenden der Zwillinge-Energie, geht es ja auch darum, was dir Freude macht. Also Hobbys oder irgendwelche Dinge, wo du wirklich drin aufgehst, die dich auch vom Alltag und von Sorgen und so weiter auch mal total ablenken können. Ja, das kann unter anderem Sport sein, Musik, was auch immer, ne? Und dass du das eben nicht vernachlässigst, weil das ja für dich dann auch der Ausgleich ist, zum Beispiel, um mal den Kopf frei zu bekommen, um irgendwie mal einfach nur Spaß zu haben, ja. Und dadurch natürlich eben auch wieder effektiver im Job zu sein. Also ich denke, dass du so langsam auf den Trichter kommst und dass du eben auch durch tiefgründige Gedankengänge auch ein bisschen dir selber näher kommst. Denn das ist ja auch Ziel des Neumonds in Krebs, dass man Fürsorge nicht nur für andere aufbringt oder für Dinge, sondern eben auch für sich selbst und dass man sich dieser Verantwortung bewusst wird und was man auch alles damit bewirken kann. Denn je besser es dir geht, je positiver du an die Dinge herangehst, desto erfolgreicher. Ja, es wird nicht immer alles klappen und schon gar nicht auf Anhieb, wenn du das jetzt versuchst auch, aber du wirst es spüren, wenn du dran bleibst. Dazu brauchst du natürlich auch ein bisschen Disziplin und Durchhaltevermögen. Jetzt am Wochenende erstmal Erholung und vielleicht ein paar gute Gedanken dazu. Und ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Wir sehen uns am Montag wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Wassermann. Wir sind beim Wochenende 6. und 7. Juli 2024. Ja, wir sprechen über Neumond in Krebs. Wir haben Sonne, Venus und Mond in Krebs und damit auch Neumond in Krebs. Gefühlvoll, sensitiv, fürsorglich und hypersensibel. Das heißt, da kann man selber dünnhäutig sein, aber auch natürlich die Mitmenschen. Man ist sehr feinfühlig und reagiert dann auch vielleicht direkt auf Bemerkungen oder Dinge, die so um einen herum passieren. Und man kann das ja auch mal ergründen, warum das so ist und warum der eine oder andere auf bestimmte Dinge sehr stark reagiert. Wichtig aber ist, dass mit dem Neumond im Krebs man auf sich konzentriert ist. Also nicht so auf die anderen, sondern auf sich selbst. Tiefgründig mal über sich nachdenkt und auch mal schaut, was im Inneren eigentlich stattfindet, was wir so gerne ignorieren oder wegen der ganzen Pflichten auch mal vernachlässigen. Trotzdem findet das statt und hat Auswirkungen auf unsere Laune, auf unser Handeln und auch natürlich, wie wir mit anderen umgehen. Und deswegen ist es ja so wichtig, sowas mal zu machen. Jetzt bietet es sich gerade an, wie gesagt, Neumond im Krebs, wir haben auch Neptun und Saturn in den Fischen rückläufig. Die stehen ja auch für unsere Träume und wie wir mit unseren Gefühlen umgehen, beziehungsweise wie wir die Dinge auch in die Tat umsetzen, nicht nur darüber nachdenken. Und ich denke auch, dass sehr viele andere Energien uns helfen, das eben auch mal herauszufinden und uns selber näher zu kommen. Wir haben den Mars im Stier, Ruhe, Entspanntheit, Gelassenheit, langsam machen, akribisch gucken, was los ist und natürlich auch genießen. Und mit den Energien von Jupiter in Zwillinge, die Kommunikation, der Austausch und dem rückläufigen Pluto im Wassermann haben wir natürlich auch wieder einen enormen Ehrgeiz, weil Pluto rückläufig im Wassermann betrifft Macht- und Ohnmachtthemen. Also auch da natürlich der Rückbezug auf die Erlebnisse, auf die Handlungsweise, wie wir damit umgegangen sind und was wir vielleicht auch verbessern sollten. Ja, wo wir ein bisschen, ja, uns selbst hinterfragen, aber ohne dass wir uns verurteilen. Es geht immer darum, sich selbst gegenüber
sehr fürsorglich zu sein auch und nicht Vorhaltung zu machen, sondern sich selbst auch Fehler zu verzeihen. Es geht nicht darum, Fehler aufzuzeigen, sondern diese Fehler zu vermeiden und uns zu optimieren. Auch in Bezug auf Genießen, auf Entspannen und die Dinge vielleicht auch nicht so ernst zu nehmen. Also uns nicht jedes Mal wegen jeder Kleinigkeit aufzuregen. Also so ein bisschen der Fels in der Brandung zu sein. Und das kann man nur, indem man auch seine Schwächen kennt und auch weiß, worauf man achten muss und auch die Erfahrungen auswertet, die man gemacht hat, damit man eben gewisse Dinge nicht wiederholt. Ne? Weil man kennt das ja. Die Lektionen sind so lange nicht gelernt, solange sie sich wiederholen. Und deswegen ist das ein wichtiger Punkt in Bezug auf die Rückbezüge, auf jetzt meinetwegen Macht- und Ohnmacht-Themen, aber auch auf den Gefühlsbereich und der Optimierung, damit wir uns wohler fühlen. Denn was bedeutet Glück? Es bedeutet in erster Linie, dass man mit sich klarkommt und dass man zufrieden ist. Und darauf baut eigentlich alles auf. Und je besser man mit sich im Reinen ist, desto besser kann man auch das Alltägliche bewältigen. Aber das hört sich so einfach an, aber man muss es auch wollen und man muss auch bereit sein, das nicht nur einmal zu versuchen, sondern dran zu bleiben, also auch diszipliniert daran zu arbeiten. Ich denke, das ist für den einen oder anderen schwierig, auch für dich als Wassermann, da du ja eher so, auf die kreativen Ideen stehst und auch natürlich auf das, was aus der Masse herausragt. Ne? Aber jeder Mensch hat irgendwo seine Dinge, mit denen er oder sie nicht zurechtkommt, wo man vielleicht mal ein bisschen genauer hinschauen sollte. Aber wie gesagt, das ist nur ein Vorschlag von mir. Wir haben am Samstag die 10 der Stäbe. Da gibt es noch was zu tun für dich. Wir haben die Geselligkeit, das Miteinander, die Gesellschaft an sich und die 6 der Schwerter. Das kann gute Gespräche beinhalten. Wir haben ja auch Merkur im Löwen, der ja auch so ein bisschen aufs Ego geht, auf das Selbstvertrauen. Ne? Und in Verbindung mit dem rückläufigen Pluto im Wassermann zum Beispiel, ja, da kann man auch manchmal so ein bisschen das Ego zu weit nach vorn bringen. Du arbeitest dran, die Dinge zu besprechen vielleicht auch in Gedankengängen so ein bisschen daran zu arbeiten. Das ist nicht so schlecht. Also nimm dir ruhig auch ein bisschen Zeit dazu. Das ist auch nicht mit einmal getan. Das ist ein Vorgang, ein Prozess, den man so immer mal wieder im Alltag vielleicht auch durchspielt in Gedanken und vielleicht auch mal was anderes ausprobiert, wo man auch guckt, wie kommt das hin oder wie passt das und wo könnte ich vielleicht auch Dinge verbessern. Und mit der Königin der Münzen gehst du da auch, ich sag jetzt mal, pragmatisch ran. So ist es ja auch gedacht. Wir haben die 10 der Münzen, Stabilität und Sicherheit, das ist sehr schön. Wir haben die 5 der Stäbe, da ist wieder so ein bisschen Nervosität, Wettbewerbsgedanke drin. Und wir haben den Ritter der Kelche. Da ist natürlich liebevolles Entgegenkommen, freundlich sein. Und wir haben den König der Stäbe. Also ich denke, hier kämpfen so ein bisschen der Mut, das Rangehen wollen und das Ego. Da haben wir so ein bisschen ein paar Reibungspunkte. Da haben wir so ein bisschen, ich möchte, aber dann will ich auch wieder mein Gesicht nicht verlieren. Ich möchte mich nicht irgendwie als schwach da sehen, als Wassermann. Kann ich verstehen, aber du sollst es ja erstmal nur für dich machen und ohne, dass das möglichst jemand mitbekommt. Das Erste, was du tun kannst, ist überlegen, was sagt mir mein Bauchgefühl? Wenn ich mich mal ein Stündchen hinsetze und über ein paar Dinge nachdenke, was fühle ich und was ist für mich jetzt zum Beispiel im Gefühlsbereich, wir sprechen jetzt nur von Gefühlen, besonders relevant? Was vermisse ich oder was habe ich im Überfluss oder wie könnte ich damit umgehen oder was ist schiefgelaufen, ja? Und was könnte ich verändern? Könnte ich meine Einstellung ändern? Könnte ich vielleicht durch gewisse Gespräche oder indem ich mal gucke, wie andere das machen, mir was abschauen oder könnte ich um Rat fragen, je nachdem, ja? Hier gibt's noch was zu tun, ja. Du willst Stabilität und Sicherheit. Du fühlst dich hier mit den 5 der Stäbe auch ein Stück weit unter Druck gesetzt oder du selber übst Druck aus, ja. Du versuchst es mit Charme, ja. Das ist durchaus auch möglich.
Aber hier kommt hier mit dem König der Stäbe so ein bisschen der Merkur in die Quere und auch der Mond. Die sind nämlich beide in Löwe. Und Löwe möchte gut dastehen, möchte sich eben auch profilieren, ja. Und dagegen ist auch grundsätzlich nichts einzusetzen. Aber man muss überlegen, wenn ich liebevoll bin, entgegenkommt, dann bin ich nicht schwach, dann bin ich jemand, der Charme hat und dann kann ich auch mich anpassen. Anpassung bedeutet nicht unterordnen, ja. Ich kann auch Nein sagen, ich kann auch freundlich und charmant Nein sagen. Das möchte ich nicht, ja. Also das geht alles. Man muss so ein bisschen damit experimentieren, um herauszufinden, was der beste Weg ist und wobei ich mich am besten fühle und wie ich vielleicht auch aus Dingen herauskomme, die mich belasten oder wo ich unsicher bin. Fünf der Stäbe kann auch eine gewisse Unsicherheit sein. Manchmal äußert sich das durch, ja, dass man sehr ablehnend reagiert. Das wirkt dann wiederum auf andere vielleicht arrogant. Weißt du, das sind so auch die Missverständnisse, die durch Unsicherheiten entstehen können. Und je besser ich das kenne, desto weniger wird mir das passieren. Aber wie gesagt, es ist ein Prozess. Du kannst es jetzt starten mit dem Neumond im Krebs. Du bist da sehr sensitiv auch für, durch die ganzen Energien, auch mit Fische und so. Da kann man das gut herausfinden und herausfiltern und vielleicht, wie gesagt, ein bisschen damit experimentieren. Jetzt am Wochenende ist natürlich erstmal Erholung angesagt, aber da kann man halt auch gut über ein paar Dinge nachdenken. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und wir sehen uns am Montag wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind heute beim Wochenende, 6. und 7. Juli 2024. Ja, und wir sprechen über den Neumond im Krebs. Wir haben Sonne, Venus und natürlich den Mond im Krebs und heute auch Neumond im Krebs. Es bietet sich an, ein Neuanfang in Sachen Selbstfürsorge, sich kümmern um sich selbst, sich kümmern um seine Gefühle, Träume und Vorstellungen und wie man vielleicht auch Verbesserungen vornehmen kann. Das ist deshalb sehr positiv, da wir natürlich auch Neptun und Saturn in den Fischen rückläufig haben. Der Rückbezug ist da in Bezug auf die Träume und natürlich auch darauf, wie du bisher deine Gefühle in die Tat umgesetzt hast, also was du dafür getan hast. Wir gehen jetzt auch nur von dir aus. Also es geht nicht um andere, es geht tatsächlich nur um dich. Und das ist wichtig, dass man sich selbst mal hinterfragt, aber auf die ja liebevollste und positivste Weise, wie es nur geht. Man darf sich Fehler auch gerne verzeihen, ja. Es geht nicht darum, irgendwie zu sagen, ja, du hast aber und so, ne? Nein, es geht darum, festzustellen, wo die Schwächen liegen, wo die Stärken sind, wo man Erfahrungen gemacht hat, die unschön waren, wie man das verändern kann. Und da geht man meistens davon aus, dass man die ursprüngliche Ursache für, ja, ich sag mal, Geschehnisse oder eben auch Unsicherheiten aufdeckt. Also selber auch schaut, wo ist mir das das erste Mal passiert und warum? Was waren die Hintergründe und wie habe ich das kompensiert? Es kann sein, dass der ein oder andere sich dann gerne einen trinken gegangen ist oder der andere vielleicht auch ein bisschen viel mit Essen kompensiert hat. Das zum Beispiel, ja. Es kann auch andere Dinge geben. Aber es geht darum, wirklich mal zu hinterfragen, wie man an diese Dinge herangeht. Man fühlt sich ja oft auch machtlos oder so und denkt, dass andere dafür zuständig sind, dass es mir gut geht oder dass ich das Glück finde. Nein, du bist selbst der Glücksschmied, ne? Nicht die anderen. Die Voraussetzungen sind natürlich dafür da, dass man eben auch selber sich gut kennt, am besten richtig gut kennt, inklusive Schwächen, Macken und was nicht alles. Wir haben alle Macken und Schwächen. Und je besser wir die kennen und je besser wir damit umgehen können und wissen, wo das herkommt, desto weniger fallen wir auf irgendwelche Dinge herein oder gehen Sachen ein aufgrund von Unsicherheiten. Ja, man soll sich schon sehr sicher sein, wenn man etwas tut. Und deswegen ja, kann natürlich eine Ansammlung von Enttäuschungen oder Dingen, die nicht so gut geklappt haben, dazu führen, dass man irgendwas nimmt oder irgendwas entscheidet, ohne dass man wirklich dahinter steht, weil man einfach nicht mehr weiß, wo man steht. Und dafür ist jetzt eben mit dem Neumond im Krebs eine gute Gelegenheit, sich einfach ein bisschen mehr um sich zu kümmern, einfach mal genauer hinzuschauen
und den Dingen auf den Grund zu gehen. Das ist natürlich eine Sache, die ein bisschen Arbeit und auch ein bisschen Durchhaltevermögen erfordert, weil das ist nicht mit einem Mal getan. Man sollte das wirklich auf längere Zeit beobachten und sich natürlich auch darum bemühen, es mal anders zu versuchen, ja, wenn man das erkannt hat. Und wir haben auch noch andere Energien, die uns helfen. Einmal natürlich der Mars im Stier, der dich ja die ganze Zeit schon unterstützt, auch im Beruf und so weiter, aber der kann dich auch dabei unterstützen, ruhig und gelassen zu bleiben, wenn du dich mit diesen Dingen beschäftigst. Denn es geht nicht darum, Vorwürfe zu machen oder jetzt irgendwie, weiß ich nicht, sich zu hinterfragen in Form von, ja, wie kann man denn oder so. Nein, überhaupt nicht. Es geht darum zu sagen, ich will wissen, wo das herkommt, damit ich es beseitigen kann eventuell oder in der Zukunft eben was Besseres daraus machen kann. Und wie gesagt, der Mars sorgt für Ruhe, Pausen, akribisches Arbeiten daran, ohne dass man jetzt sich da zerfleischt, das ist auch nicht Sinn der Sache, sondern wirklich mal der Sache auf den Grund geht, Pro und Contra und so weiter. Und auch fein justiert, also ein paar Dinge, ein paar Kleinigkeiten ändert zum Beispiel. Das kann schon viel bewirken. Und wenn man das immer mal wieder macht, dann verändert man ja im Großen und Ganzen auch eine ganze Menge. Wir haben den Jupiter in Zwillinge, was die Kommunikation fördert, auch miteinander natürlich. Man geht leichter aufeinander zu und man bekommt vielleicht auch leichter Informationen, die man braucht. Man sollte natürlich auch da nicht übertreiben. Wir haben ja auch den rückläufigen Pluto im Wassermann, Macht- und Ohnmacht-Themen, die spielen ja auch noch damit rein, ne? Dass man im Job zum Beispiel unterdrückt wird oder dass man zu gutmütig ist manchmal und sich vor einen Karren spannen lässt. Darüber haben wir auch schon oft gesprochen, dass man das eher mal erkennt und vielleicht auch andere Wege beschreitet. Wir haben ja natürlich den Merkur im Löwen und morgen früh, also ab kurz vor sechs, wechselt auch der Mond in den Löwen. Da kann das Ego nach vorne kommen, dass man also so ein bisschen sehr selbstbewusst rüberkommt und vielleicht auch Dinge erzwingen möchte, ja, auf die eine oder andere Art und Weise. Es kann einem durchaus auch durch andere begegnen. Also so ein bisschen nachforschen und sich selbst auch wichtig nehmen, das ist schon mal ein Punkt, ja. Nicht immer nur darauf achten, was die anderen tun, sondern vielmehr auf sich selbst schauen. Wir schauen jetzt erstmal, was der Samstag so in sich hat. Da ist die Nostalgie, die Rückschau, ja, Rückblick. Wir haben die 10 der Kelche, familiäres, das kann in der Familie liegen oder in Beziehungen. Und dass man Geduld hat, da ein komplettes Bild zu bekommen. Es sind ja manchmal viele Dinge, die passiert sind, ne? Nicht nur eine Sache. Und so, vielleicht fängt man mit dem Wichtigsten an, was einem so nachhängt. Du hast da auch Erfolg, weil du hast natürlich als Fisch großartige Energien in Bezug auf Fantasie. Und ich glaube auch, dass du mit der Intuition durch den Krebs eben auch leichter jetzt auf die Lösungen kommst oder auf die, ich will mal sagen, auf die Auslöser, die das hervorgerufen haben. Deswegen ist diese Zeit ja gerade so positiv dafür, den Sachen mal auf den Grund zu gehen. Am Sonntag haben wir die Mäßigkeit. Gefühl und Intellekt kommen in Einklang. Da ist man so in seiner Mitte. Man findet Informationen, man fragt nach, man hakt vielleicht auch nach und kann dann auch, ja, ich sag mal mit den 7 der Stäbe, zu einer gewissen Sache eine bestimmte Einstellung haben. Natürlich kann man seine Einstellung auch ändern. Man kann auch seine Meinung ändern. Jederzeit, ja. Und Fehler, die man gemacht hat, soll man sich selbstverständlich auch verzeihen können. Ja, also es gibt nichts, was du, ich sag mal, im Nachhinein an gemachten Fehlern noch verändern kannst. Aber du kannst in Zukunft in ähnlichen Situationen vielleicht etwas anderes machen. Und je besser du weißt, wie du zu den Dingen stehst, desto besser kannst du deine Entscheidungen treffen. Das ist, woran du auch arbeiten solltest. Durchsetzungskraft einmal, ja, eben auch Nein zu sagen, was ja auch manchmal gar nicht so leicht ist. Man möchte sich ja nicht mit anderen verderben und man möchte ja auch nicht so der Buhmann sein. Aber im Endeffekt merkt man, dass man öfter mal hätte vielleicht Nein sagen sollen, um
negative Aspekte zu vermeiden und auch den Standpunkt klar zu machen, den man vertritt. Also ich denke, dass auch du natürlich so ein bisschen hinterher fragst, was ist da passiert, warum ist das passiert, wie hängt das zusammen? Und es geht auch nicht um Schuldzuweisung, es geht darum zu erkennen, was du für dich tun kannst, damit du ruhiger wirst, entspannter wirst, zufriedener wirst. Weil letztendlich führt ja Zufriedenheit zum Glück. Und aus diesem Grund ist es immer gut, ein bisschen zu optimieren, ein bisschen nachzuschauen, was in einem vorgeht und warum und wie man da in der nächsten Situation mit umgehen kann. Ein bisschen Experimentierfreude sollte dabei sein, es einfach mal anders zu versuchen. Und es liegt natürlich in deinem Ermessen, das auszuprobieren. Das mit der Intuition würde ich auf jeden Fall mal versuchen, egal ob du jetzt das andere machst oder nicht, aber so ein bisschen mehr auf dein Bauchgefühl zu hören. Jetzt gilt es aber erstmal, das Wochenende zu genießen, sich gut zu erholen, und wir sehen uns am Montag wieder.